Hallo. Welche Islambauern bukuschen, bukuschen. Die kommen einfach live und sind einfach irgendwo anders. Alaikum. Salam, Gott segne dich und deine Familie. Amin, inshallah. Dich auch, mein Bruder. Danke. Ey, Bruder, ich muss dir ehrlich sagen, ich kenne dich schon so lange, aber auch nur von den ABK-Videos. Ich finde dich sympathisch, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Gott segne dich, mein Wundervoller. Sympathischer Typ auf jeden Fall. Danke dir vielmals. Aber Bruder, jetzt auf Ernst, so unter uns beiden jetzt. Unter uns beiden und 1200 Ja, Leuten, genau. ja, hast Aber du recht, unter uns beiden. die beachten jetzt nicht. Du, aber du hast Was? nichts, aber du bist jetzt kein, wie nenne ich das jetzt? Wenn ich jetzt vor dir stehen würde, ich als Muslim, du hast uns jetzt nicht, oder? Also mich. Nein, um Gottes Willen. Ich liebe dich und die gesamten Muslime, Mann. Was für ich hasse dich. Inshallah. Du siehst doch auch, wenn ich zum Beispiel durch die Gegend laufe, viele Muslime haben auch, die mögen mich auch, weil ich so denen Ich sehr sag ja, sympathisch du rüberkomme, auch hast wenn ich manchmal sympathische diese Sachen Ausstrahlung. sage. Sympathische Ausstrahlung, auch süßes Lächeln, ich sag dir ehrlich. Ja, so muss das sein, ne? Maschine. Die meisten Muslime sind da auch friedlich, also das muss man schon sagen, ne? Es gibt aber unter ihnen auch sehr, sehr gewaltbereit und muss ich halt ein bisschen aufpassen. Angst habe ich nicht, aber da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das glaube ich dir. Ja, Ja. warum sagst du dann, es gibt, du sagst ja selber, es gibt sehr friedliche Muslime, die du begegnest, aber auch sehr, ja, wie sage ich ja, terrorbereit. Gewaltbereit. Genau, Gewaltbereit. genau. Warum sagst du dann zu den Terrorbereiten, dass das der wahre Islam ist? Weil sie sich genau auf die Schrift beziehen, auf die du dich auch beziehst. Das heißt, wenn du die friedlichen Verse zitierst, so zitieren sie die gewalttätigen Verse aus dem gleichen Buch, an das du auch glaubst. Heftig, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, welchen Koran du gelesen hast, Bruder. Also ich sag dir, ich kann leider die arabische Sprache noch nicht, weil ich würde Ja. jetzt gerne die Originalverfassung lesen, weißt du, ich meine, weil bei den Übersetzungen musst du auch echt immer aufpassen, sage ich dir ehrlich. Ja, ist ja kein Problem. Du kannst ja immer eine Wortstudie unternehmen. Mittlerweile mit dem Internet ist es ja gar kein Problem mehr, Wortstudien uns zu Das unternehmen. ist einfach Und dort. es gibt so, es gibt auch eine Internetseite, die nennt sich koranx.com. Du Okay. kannst also in der arabischen Sprache jedes einzelne Wort aussprechen lassen und kopieren und selber nachgucken, was es bedeutet. Wahnsinn, ne? Ja, aber man muss trotzdem immer aufpassen, Bruder. Ich meine, die arabische Sprache hat über, boah, wie viel waren es? 12 Millionen Wörter. Wie willst du die jetzt mit der deutschen Sprache Trotzdem, du genau kannst übersetzen? jede Sprache in eine andere x-beliebige Sprache übersetzen, das ist gar kein Thema. Die deutsche Sprache hat knapp 500.000 Wörter. Und wie willst du die mit, wie willst du zwölf? Warum ist das nur bei Arabisch so ein Problem? Warum ist das nicht bei anderen Büchern aus anderen Ländern irgendein Problem? Übersetzt es nicht. Merkst du, weil ihr euch alle schämt gegenüber dem Koran, weil der Koran eventuell doch Dinge verzeichnet hat, die man so einfach nicht stehen lassen kann, beziehungsweise man die anderen halt warnen muss davor, ne? Warum sollen wir uns schämen? Es ist einfach die komplexeste Sprache auf dieser Welt. Ja, also du schämst dich nicht, dass Allah dir Frauen mit schwellenden, üppigen Zizkas gibt, ne? Wer sagt es? Allah sagt es in Sura 78, Vers 33. Das glaube ich nämlich. Du kannst es nachlesen in Sura An-Naba. Ja, ich bin ungewaschen, Bruder. Ich fasse nicht den Koran. Okay, ich lese das für dich vor. Sehr gerne. Sura 78, Vers 33. Damit die Muslime, die hier drinnen sind, 1000 Leute, dann hören, was das für ein Gott ist, der ihnen da Frauen mit Schwellen, du weißt schon, was verspricht. Natürlich, ich weiß. So. Das ist die Auslegung von Ibn Kathir. Wahrlich, für diejenigen, die Taqwa haben, wird es einen Erfolg geben. Ibn Abbas und Ad-Dahhak sagten beide, ein Ort der angenehmen Erholung. Mujahid und Qatada sagten beide, sie sind erfolgreich und das sind sie auch, vor dem Höllenfeuer gerettet. Die offensichtlichste Bedeutung hier ist die Aussage von Ibn Abbas, denn Allah sagt danach, und Hadaiq sind Gärten mit Palmen und anderen Dingen, und Weinberge und Kawa'ib Atrab. Was bedeutet Mädchen mit großen Augen und voll entwickelten Zitkas? Ibn Abbas, Mujahid und andere haben gesagt, Wo liest du das jetzt Kawa'ib. gerade? Aus dem Internet oder?
Das ist Tafsir ibn Kathir, ja. Ja, aus dem Internet, wie gesagt. Ja, wie aus dem Internet? Das ist eine Seite von Muslime für Muslime. Damit habe ich doch nichts zu tun. Ja, wie Ja, gesagt, siehst du, du schämst dich. Das ist das Problem. Ich habe mich auch geschämt. ich schäme mich auf Ich keinen habe Fall. mich auch geschämt. Ich habe mir gedacht, also Allah ist Hugh Hefner oder was? Ich schäme mich auf keinen Fall. Aber Ja, da hast du eine ganz, ganz schlimme Moral. Das ist das. ich würde mich eher für diese Kommentare hier schämen, definitiv. Ja, ich schäme mich für die Muslime, die ab und zu mal hier reinkommen und Nackentherapie-Videos hier Nein, reinmachen. nicht nur die Muslime, Bruder, ich sag dir ehrlich. Die Christen schicken hier Nackentherapie-Videos rein. Die bitte? Also die Christen würden dann so Nackentherapie-Videos reinschicken hier, wie der Muslim gerade eben. Warte, ich will Als ob wieder dein rein. Rücken Ich läuft. habe gemeint, ich Brüder aus dem Schachten, geschlachten Du Kerbin, Heilige. dann halt sie aus dem. So krank, er so krank. Das ist so abartig. Ja, der macht sich tausende Accounts und ja. Ja, der glorifiziert den Islam, ne, in seiner reinsten Form, habt ihr gesehen? Ja, aber es ist gut, dass die Muslime, die hier drinne sind, genau sowas sehen, ne, dass ihre Religion sowas macht. Und dann aber auch verstehen, dass es Völker gibt, die aufstehen und den Islam dann halt, ne, und die Muslime dann dementsprechend dann auch zur Rechenschaft ziehen, ne? Deswegen habt ihr auch gesehen, wie Assad zum Beispiel und seine Armee rigoros gegen die Muslime in Syrien vorgegangen ist, ne? Aufgrund der ganzen islamischen Texte, ne? Weil sie können ja Arabisch lesen. Sie wissen ganz genau, was sich in den islamischen Schriften verzeichnet hat, ne? Verzeichnet ist. Ja, die machen sich verschiedene Namen. Also, das ist das, ja. Man weiß nicht, wer das ist. Egal. Sobald ich das sehe, muss ich den da wieder raustun. Egal. Boah, jetzt geht's aber hier ab. Bei mir zu Hause ist auch schon wieder ganz schön komisch, ey. Alles am Wackeln. Heftig, ey. Hat mit Islam nichts zu tun. Ja, genau, hat mit Islam nichts zu tun. Das ist der berühmteste Satz, Leute. Das hat mit Islam nichts zu tun. Sure 47, Vers 4 hat mit Islam nichts zu tun. Sure 8, Vers 12 hat mit Islam nichts zu tun. Mohammed sagte, ich bin zu euch gekommen mit der Nackentherapie, das hat nichts mit Islam zu tun. Mohammed hat mit dem Islam nichts zu tun. Koran hat mit Islam nichts zu tun. Die Sahaba haben mit Islam nichts zu tun. Sunniten haben mit Islam nichts zu tun. Schiiten haben mit Islam nichts zu tun. Wahhabiten haben mit Islam nichts zu tun. Keiner hat mit dem Islam zu tun. Es gibt keine Muslime, es gibt keinen Koran, es gibt keinen Islam. Fertig. Danke, danke, danke. Möge Gott euch das 10-Millionenfache zurückgeben, ihr Lieben. Schlechte Verbindung. Hört ihr mich gut, ihr Lieben? Könnt ihr mich gut hören? Okay, dann jetzt wieder Tipico spielen. 3, 2, 1, jetzt alle zusammen, jetzt. Alles mal 2, jetzt alle zusammen, komm.
Ganz schnell die Finger drücken. Komm, Papa, Papa, bis 500.000. Das musst du jetzt bis nach oben klatschen. Komm, wir dürfen nicht einschlafen, ihr Lieben. So ist gut. Weiter, 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 weiter. Alle zusammen. Weiter, 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 weiter. Alle zusammen. Guck mal, wir sind 1.000 Leute hier drinnen. Komm, das packen wir. Ich tippe doch. Du gehst auf jeden Fall hier raus, blockieren. Komm, Leute, Gas geben, Gas geben, Leute, komm, komm, Gas geben. Danke, danke, Lieben, sehr gut. Alaikum. Walaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Wie alt Ebenfalls. bist du? 15? Ich bin älter als 15. Nein, du lügst. Endlich, endlich. Tage gewartet. Tage. Ja, das ist das manchmal. Jeden Tag. Es tut mir leid. Ich kann mich noch erinnern, wo ich einer von drei Gästen war und ich habe 2 Stunden lang gewartet und ich war trotzdem nicht drin. Echt? Ja. Tut mir leid. Das Ich muss schon. Cowboy treffen. Warum hast du mich jetzt ausgewählt oder war das zufällig? Zufällig, ich nehme immer nach Multiple Choice. Ich mache drück einfach, tack. Ich gucke so und dann Okay. mache ich so nach Gefühlen, drücke ich einfach drauf. Okay. Kannst du dich an mich erinnern? Nein, ich weiß nicht, wer hier alles die ganze Zeit drinne war. Du hast mich echt vergessen. Ja, wer bist du denn? Kannst du mir gib mal ein paar Stichwörter. Ich war dieser Muslim, der so arrogant war. Und wo du dann diese ganzen Beweise ge gegeben hast und ich dann meinte, wer hat das gesagt? Von wo kommt das? Und Ach dann so, du hast dann auf ignorant geschaltet, ne, wo ich dann gesagt habe, okay, das bringt dann nichts mehr, ne? und dann hast du mich einfach rausgeschmissen. Jetzt Ja. genug, genug mit dem. Genug mit dem. Ja, ich rede mit dir, das kommt gar nicht an. Das bringt dann auch nicht mehr, mit dir weiterzureden. Ich gebe dir Beweise nach Beweis und du sagst mir, ja, wer hat das geschrieben? Da habe ich gesagt, okay, danke schön, tschüss. Ich habe nur gefragt, weil ich wissen wollte, wer das gesagt hat, von wem Ich das habe dich auch kommt. zitiert aus Bukhari, ich habe dich auch zitiert aus Muslim und so. Du siehst doch, dass deine Quellen sind. Ja, ich habe die Quelle nicht gekannt halt. Ich hoffe, dass du ein bisschen darüber nachgedacht hast, worüber wir gesprochen haben. Ja, ich habe darüber nachgedacht. Und Muslime haben mich danach auch angeschrieben und die haben nachgefragt, wo die richtigen Quellen angeschrieben sind, also wo ich hinschauen kann. Und die meinten dann sunna.com. Ja, also habe ich doch gut gesagt, dass ich sunna.com Ja. zitiere. Und aus den Danke, gleichen Bruder. Quellen, die du Danke dir. genannt hast, stehen ja die ganzen Sachen, die so krank sind. Ja, also das befindet sich wirklich in den Büchern, also in euren Büchern. Ja. Ja, also ist der Islam, was ist der Islam dann an? Eine? Eine Religion. Für? Muslime. Die? Kein Schweinefleisch essen. Geh raus, ey. Der hat das schon zugegeben, der meint, das ist krank. Und da habe ich gesagt, also ist der Islam eine Religion für Muslime und die sind was? Heftig Hallo. Hallo. Bruder, ich finde dich süß, Bruder. Wollen wir auf ein Date gehen? Warte, ich habe etwas für dich, warte, damit das auch sehr, sehr schön klingt. Warte, ganz kurz. Das hast du sehr gut gesagt, das ist ein sehr, sehr schönes Stichwort. Warte, ich mache schon mal dann für dich, für uns beide dann die Musik an, warte. Wallah, ich wechsle Straßenseite, wenn ich dich sehe.
Ja, aber du kannst ruhig mir entgegenkommen. Ich umarme dich, kein Problem. Ja, ich mach dann schon mal unsere Musik an. Wer wird noch rein, Du Süße. Mit dir zu lachen macht Spaß, Wallah. Soll ich noch Kerzen nicht für euch anmachen? Geht kaputt. Ist das heftig, ey. Das ist nur so, kann man das aushalten, ihr Lieben. heftig, ey. Das ist doch krank, ey. Ich gründe bald meine eigene App. Fall in love with Dr. Sheikh Abu Hamid. Ich geh kaputt, ey. Boah, mir kommt gleich mein Rückgrat wieder raus, ey. Ja. Amir ist heimlich Muslim. Er verarscht euch alle. Er braucht das Geld für seine Shisha-Bar. Für 3 Shisha-Bars, weil das reicht nicht. So, wer nehmen wir denn jetzt als nächstes? Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ja, du bist dran. Mossad Agent. Hallo. Hallo. Hey, Bruder. Hey. Bist du wirklich Ex-Muslim oder wie soll ich das verstehen? Ja, ich bin wirklich Ex-Muslim, ja. Okay, und ich finde das jetzt wohl interessant. Bist du einer anderen Religion beigetreten oder bist du jetzt gar nichts? Nein, ich bin auf die Suche aktiv nach Gott gegangen und ich habe den lebendigen und wahrhaftigen Gott in Jesus Christus gefunden. Und derjenige, der in Jesus Christus Gott nicht gefunden hat, der kann noch 1 Milliarde Jahre suchen. Er wird ihn nicht finden. Okay, was hat dich davon überzeugt, wenn ich fragen darf? Ich lese dir mal vor, was mich überzeugt hat, okay? Ja, bitte. Okay. Kannst du bitte den Fernseher ausmachen? Ja, warte, ich drück mal auf Pause. Niemand hat mir gedacht, dass sie gedient. So. Okay. Achtung, Lukas Kapitel 6, Abvers 20. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen um des Menschensohns willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück.
und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sünder, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu hoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig auch, wie euer Vater barmherzig ist. Wie gefällt dir das? Allah, Bruder, ich sage dir jetzt ehrlich, ohne dass es eklig klingt oder so, ne? Ja. Ich bin Moslem, ich bin da reingeboren und so. Ich respektiere, dass du aus dem Islam, ich weiß ja nicht, ob du rausgetreten bist oder nicht, das weiß ich ja nicht. Es hört sich sehr viel gleich an wie im Koran, finde ich zumindest. Weil ich lese Ach, du findest Koran sowas im Koran? Hä? Du findest solche Sätze im Koran? Naja, wenn du es so... Du hast ja gesagt, die euch Schlechtes tun, tut denen Gutes. Die euch Schlechtes tun, tut denen Gutes. Sowas sagt Allah? Naja, sowas steht im Koran. Wenn Allah sagt, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Wie bitte? Allah sagt, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben, unterdrückt sie und nimmt von ihnen Schutzgeld. Wo, in welchem Vers ist das? Sure 9, Vers 29. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben und die nicht das verbieten, was Allah und sein Gesandter für verboten erklärt haben, von der Religion der Wahrheit und von den Leuten der Schrift, bis sie eigenhändig den Tribut entrichten, in vollster Erniedrigung. Ist das okay? Das sind nicht meine Worte, das sind Allahs Worte und ich gehe nach dem, was Allah... Ja, bist du konform damit? Die Frage ist, bist du konform damit? Also willst du, dass du Andersgläubige bekämpfst oder was? Ich bekämpfe ja keine Andersgläubigen. Ja, aber Gott verlangt das ja von dir, ob du das willst oder nicht. Gott verlangt, also magst du nicht, was Allah sagt? Doch, ich liebe, was Allah sagt. Ja, warum gehst du dann nicht Jihad machen? Naja, warum soll ich jetzt, gegen wen soll ich denn jetzt Jihad machen? Zum Beispiel in Afghanistan oder in Pakistan. Überall kannst du Jihad machen. Fisabilillah. Allah verlangt ja auch in Surah Al-Baqarah, Ayah 216. Genau. Vorgeschrieben ist dir der Kampf, auch wenn es dir zuwider ist. Natürlich sagt man, man geht kämpfen. Fisabilillah vor Allah. Ja, ist das schön. Also darfst du dich doch nicht wundern, dass Andersgläubige dich dann aufgrund deiner Religion bekämpfen, weil du das in deiner Schrift hast, TikTok-Sport. Ja, ich sag ja nicht, dass Andersgläubige nicht anders sein würden, wenn ich... Nein, aber ich meine, ist das dann okay, weil du in deiner Schrift verzeichnet hast, dass du aufgrund deines Glaubens Andersgläubige unterdrücken sollst und von ihnen Schutzgeld verlangst. Und stell dir mal vor, die Leute lesen dann, was sich in deinen Schriften verzeichnet und sie dann auf dich ausflippen und dich dann eventuell ja, zur Rechenschaft ziehen. Das können die ja machen. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe den Hintergrund, was du meinst. Aber... Ja, dann darfst du dich als Muslim da beschweren oder was würdest du dann sagen? Du sagst ja, okay, die haben gerecht dazu, sich zu wehren und uns dann auch dementsprechend zu behandeln, richtig? Natürlich, ich würde mich dann auch... Du? Dankeschön. Du bist wenigstens ein ehrlicher Muslim. Ich würde mich wehren, natürlich. Ich würde der mich bekämpfen will, natürlich würde ich mich gegen ihn bewehren. Egal, welche Religion oder welche, aus welchem Grund. Ja, davon. Aber der Allah sagt ja, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Stell dir mal vor, da steht irgendwo, kämpft gegen die Muslime, die nicht an Jesus glauben oder so. Ja, das ist ja bei jedem anders. Weißt du, ich sage dir so, wie es ist. Ich bin, was Bibel angeht und Tora, ich bin sehr unerfahren. Ich weiß gar nichts darüber. Wie wäre es, wenn du anfängst, Jesus Christus kennenzulernen, deinen Retter und Erlöser? Nein, nein. Der Allah dir wegnimmt auch noch in Sure 4, 157. Naja, Allah nimmt ihn nicht weg. Doch, er gibt dir gar kein Erlösungskonzept, der Allah. Wie wärst du denn im Islam gerettet, sicher? Wie ich im Islam gerettet werde, wenn ich... Sicher, meine ich. Sicher, ja. Sicher. Weil du musst ja sagen, bis zu deinem Lebensende, inshallah, wird Allah mir vergeben, richtig? Natürlich.
So, was ist denn die einzige Möglichkeit, um sicher in den Himmelreich von Allah einzutreten? Zu beten, ein guter Mensch zu sein. Nein, nein. Allah sagt, vielleicht werde ich euch vergeben. Das sind vielleicht Gründe, wieso ich Allah ins Paradies lassen würde. Aber dennoch musst du zittern und bangen. Nein, Allah ist der Barmherzigste. Ja, Allah verzeiht. Okay. Allah sagt nicht, ja, keiner kommt ins Paradies. Ja, alle werden kommst du denn jetzt ins Paradies, ja oder nein? Weißt du, ob du ins Paradies kommst, ja oder nein? Das weiß nur Allah. Ich kann du hast richtig geantwortet, Allahu Alam. Und jetzt frage ich dich, gibt es einen Weg, einen sicheren Weg, wo du nicht mehr sagst, Allahu Alam? Es gibt nur den Weg. Für mich, in meinem Kopf, in meiner Welt, gibt es nur den Weg, Allahu Alam. Okay, hast du den Koran bei dir zu Hause? Ich habe den Koran bei mir zu Hause, ja. Okay, dann hol den bitte her. Ich will dir einen Vers zeigen, wo Allah dich auffordert, dein Leben zu lassen und das Leben anderer auszulöschen. TikTok Sport. Ja, dann musst du 5 Minuten warten, dann musst du kurz Wudu nehmen. Also Das ist doch der deutsche Koran. Brauchst kein Wudu zu machen. Geh nur kurz in die Hände waschen und komm. Deutsche Koran? Nein, ich habe den arabischen Koran. Okay, kannst du Arabisch lesen? Ich kann Arabisch lesen, ja. Und auch verstehen? Ich kann auch verstehen, ja. Okay, dann geh dein Wudu machen, dann komm, beeil dich. Okay, lass mich. Holst du mich dann wieder rein? Ich hol dich dann wieder rein, ja. Okay, bis gleich, ja? Bis gleich, ja. Ach, Salamu alaikum, meine islamischen Brüder und Schwestern. Hallo, Iblis. Mahmoud, was suchst du hier, Mahmoud? Iblis, ja, Hoppi, wie geht's dir? Ja, Hoppi. Was geht ab, Shaitani? Iblis, was geht ab? Ja, Shaitani. Iblis, was geht? Alles gut mit dir? Mahmoud, warum gibst du nicht auf, Mahmoud? Komm doch zu Jesus. Warum schießt du immer gegen uns Muslime, ja? Mahmoud, ich schieße nicht gegen euch Muslime. Ich liebe euch Muslime. Hör auf, sowas zu behaupten. Okay, dann hör doch auf, immer über Themen zu reden. Islam. Ja, wenn dich das nicht interessiert, warum bist du dann hier, Mahmoud? Bitte, mach mir doch deine Kopfschmerzen. Ja, Hoppi. Ich hab dich vermisst. Ja, Hoppi. Nein, das weißt du, was du vermisst hast? Da oben die Aufrufzahl, das hast du vermisst. Nein, siehst du das? Ich hab dich vermisst. Du, was bitte, machst du so, wie geht's Lügen, dir? Ja, Hoppi. Erzähl mal, wie geht's dir? Wie läuft dein Leben so? Alles okay? Alhamdulillah, mir geht's sehr, sehr gut. Wie läuft denn dein Leben so? Alhamdulillah, ich kann mich nicht beklagen. Mir geht's sehr gut, mir geht's blendend. Ich hoffe, du hast diese Fitner-Sachen sein gelassen, um andere Mütter zu beleidigen, Mahmoud. Nein, das tue ich nicht. Ich tue nicht andere Mütter beleidigen. Nein, du nicht. Du auf keinen Fall. Ich weiß nicht, welcher Cousin von dieser Iblis, die das eingeredet hat, aber ich weiß nicht. Allein wenn du in TikTok nur eingibst, arrogante Pate Mütter beleidigen, das ist der absolute Wahnsinn. Ey. Ach, da tue ich mich doch nur zu Wehr setzen. Da tue ich mich nur zu Wehr setzen. Das kommt von dieser ganzen Subotext. Ich sag, bitte, ja, what? Was ist Subotext? Was ist das? Ich kenne nur Peru. Was ist Subotext? Das kommt von dieser ganzen Subo. Nein, jetzt mal im Ernst. Warum beschäftigst du dich immer mit diesen Themen, Janne? Auch des Christen. Mahmoud, eines Tages wirst du deine Augen erschließen und dann wirst du die Ewigkeit sehen. Mahmoud. Du tust Unheil stiften, ja, Hobby. Du tust doch mehr Unheil stiften als ich. Ja, aber das ist ja, was wir das an, das ist ja TikTok sportlich, aber bei dir ist das ja, bei mir ist auch Religion und so. Ich sag doch immer TikTok sportlich, von euch habe ich das TikTok sportlich, damit ich nicht gesperrt werde. Ja, aber du gehst auf Religion und so, das ist schon so ein bisschen... Ja, wir müssen doch über einige gewisse Themen reden. Mahmoud, wenn jemand Lügen über dich verbreitet, würdest du das nicht auf der Stelle klarstellen und sagen, hey, hör mal zu, hör auf, über mich Lügen zu verbreiten? Doch, natürlich, aber wenn ich das jetzt nicht... siehst du? Wenn der Koran über die Bibel etwas sagt und Lügen verbreitet über Jesus Christus... Darf ich mal ausreden? Dankeschön. Ja. Danke. Aber wenn ich weiß, dass es nur Stress bringt und keinen Sinn hat... diesen Streit zu lösen, dann sage ich, ich überlasse es Allah. Er ist der beste Richter. Er entscheidet. Er urteilt. Warum schickt er dann Jesus Christus als den besten Richter? Ich weiß es nicht und ich will auch gar nicht über das Thema Jesus Christus reden. Okay. Ja, aber Mahmoud, gibt es jemanden anderen, der besser richten kann als Allah? Mich nicht ausreden. Mahmoud. Ja, gibt es jemanden anderen, der besser richten kann als Allah? Nein, Allah ist der beste Richter. Warum kommt dann Jesus Christus als Richter der Welt zurück? Jesus Christus ist Sohn Maria, Habibi. Warum kommt er denn als Richter zurück? Wer sagt denn das? Allah sagt das. Nein, das stimmt nicht. Soll ich das beweisen?
Nein, das stimmt nicht. Mahmoud, hör auf zu sagen, das stimmt nicht. Allah subhanahu wa ta'ala richtet nur. Nein, er hat das ganze Gericht Jesus Christus übergeben. Nein, das stimmt nicht. Okay, das ist das. Guck mal, das, daran glaubst du. Ist okay, auch gut. Kein Problem. Du bist doch Sunni-Muslim. Du kannst ja. Du bist doch Sunni. Kein Problem. Ja, ich wollte einfach nur mal Hallo sagen, weil ich dich vermisst habe. Ich wollte jetzt nicht du hast mich gerade beschuldigt, dass ich lügen würde. Nein, ich habe nicht gesagt, du lügst. Ich habe gesagt, du tust Unheil stiften. Du tust doch mehr Unheil stiften als ich. Ja, nein, das stimmt nicht. Hör mal zu, guck mal hier. Hier sagt ein Prophet in Sunan Ibn Majah, Hadith 4078, die Stunde wird nicht beginnen, bis Isa ibn Maryam zurückkommt als ein gerechter Richter. Ich dachte, es gibt nur gerechtes Richten als das Richten von Gott, Mahmoud. Richtest du gerade mit mir? Nein, mit der Wand, Mahmoud. Ah, Mahmoud, kannst du mir eine Antwort geben? Hallo, Mahmoud. Ich gebe dir auf sowas keine Antwort, weil ich möchte es nicht. Ich möchte du nicht in solche Sachen rein. Ich wollte einfach Mahmoud nur fragen, wie es dir geht. Ja, Hobby. Ja, du bist eigentlich so ein sympathischer Mensch, ne, aber lass das mal einfach sein, diese du liebst sag mal ehrlich, Mahmoud, du liebst mich, ne, Mahmoud? Irgendwie schon, du Maniac, ja. Irgendwie schon, siehst du? Ich hab doch gesagt, ihr habt Liebe für den Dr. Sheikh Abu Amir übrig, hä? Ach so, Sheikh Abu Amir. Ja, natürlich. Wer ist denn der wahre Sheikh von ganz TikTok hier? Von welchem Sheikh redest du? Ich hab in Essen studiert, bei dir da, in der Ecke. Ich bin Sheikh von Samunda, ja, Salami. Du bist Sheikh von TikTok, bist du? Ja, Hobby, du hast die alle behindert gemacht mit der Hobby, das kann nicht wahr sein. Erzähl mal jetzt über den Zustand von Israel und Palästina. Das ist eine Katastrophe, was da abgeht. Da will ich mal auch mal gerne deine Meinung hören. Ja, das ist eine Katastrophe, was da abgeht. Wir als Christen bleiben da neutral und beten sowohl für die Palästinenser als auch für die Israeliten, dass dieser Streit bzw. auch der Krieg so schnell wie möglich aufhört und dass die unschuldigen Menschen nicht weiterhin Leid erfahren müssen, Mahmoud. Das ist sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr starke Worte, Iblis. Ich habe gedacht, du wärst herzlos. Aber nein, auf ein großes Herz. Ja. Du siehst, wir Christen lieben ja auch die Palästinenser und auch die Israeliten und wünschen uns von ganzem Herzen, dass beide Parteien sofort Frieden miteinander schließen, auf einem diplomatischen Weg und ja einfach in Frieden miteinander leben können, ne? Und sich die Hand reichen. Das ist unser Wunsch von ganzem Herzen. Ne? Stark, stark, stark. Sehr starke Worte. Vielen Dank für deine sehr schönen Worte, die überhaupt gar nicht zutreffen und gar nicht stimmen. Ah, Mahmoud, komm, hör jetzt auf, Mann. Ehrlich, ey, was soll das, Mann? Nein, ey, guck mal. Und dann, guck mal, die schreiben gerade alle Jesus, okay, alles doch alles schön und gut. Ich sag nur ganz kurz was und dann gehe ich raus, okay? Es ist doch jedem Menschen überlassen, an was der glaubt. Richtig, ja. So, ich kann doch jetzt nicht oder will doch nicht oder mach doch jetzt nicht die Bibel auf und sag, das ist gelogen oder was interessiert mich das? Ja, ich muss meinen Arsch vor Jahannam retten. Ich muss doch selber meinen Arsch vor Jahannam retten. Das ist nicht solche Wörter. Damit, hör doch mal zu. Ich muss doch selber gucken, wie ich mit meinem Leben zurechtkomme, dass ich keine Fehler auf dieser Welt mache. Warum soll ich mich noch mit anderen beschäftigen? Ja, aber du machst ja trotzdem 1 Milliarden Fehler, Mahmoud. Wo willst du denn deine ganze Sünden ablassen, Mahmoud? Aber die Frage stellt sich, was ich mir die ganze Zeit stelle, woher? Du kennst dich ja so gut mit dem Islam aus. Also, warum interessierst du dich dann für den Islam, wenn du ein Christ bist? Ich komme doch aus dem islamischen Background, Mann. Das stimmt nicht. Du warst früher Jaside. Das stimmt nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wir wissen, dass du Jaside warst und dann Christ wurdest. Nein, du bist Afrikaner, Mahmoud. Wir wissen, dass du Afrikaner bist. Nee, ich komme aus Asien, ja, Hobby. Du bist Mardelli 47. Mardelli. Mardelli. Wenn ich Probleme habe, komme ich zu dir, Arrogante, ja, Hobby. Ich bin dein Schutz, Walla Billa. Wir kommen mit Bushido zusammen. Ich verkaufe dich. Nur uns Bushido, und Bushido gibt uns Rücken. Ich verkaufe dich für einen Döner bei Allah.
So, ich bin raus. Ich will nur, dass der Bushido mir Schutz gibt. Bushido, Alter. Lass mal Bushido Bushido sein. Ich gehe raus, ich wünsche dir noch alles Gute. Und ich dir auch, Mahmoud. Gott segne dich und deine Familie, Mahmoud. Dankeschön. Ciao, Mann. Arrogante, ja, Hoppi. Der ist auch so eine richtige TikTok-Legende. Dr. Scherer, bei mir ist schon warm geworden hier. Er hat sich schon warm gefahren. Hallo. Hi, meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Ich hätte nur ganz kurz eine Frage. Wo tust du im Internet? Kannst du bitte näher ans Telefon kommen? Ganz kurz. Hallo? Oh, jetzt ist besser, ja. Entschuldigung, ich habe nur ganz kurz eine Frage. Wo liest du die Bibel online? Auf schlachter2000.de. Schlacht2000.de. Super. Und ja, das war's. Danke dir. Okay, alles klar. Gott segne dich. Danke. Ebenfalls. Tschüss. Ciao. Ciao. Oh, der holt mich wirklich rein, das hätte ich nie im Leben gedacht. Was geht, alles klar? Ja, bei dir, Gott segne dich und deine Familie. Danke, das wünsche ich dir auch. Wie geht's deinem Bruder? Dem geht's gut, ja. Ist der noch aktiv? Hey, ich habe mal eine Frage. Ja. Bist du katholisch oder evangelisch? Ich bin wiedergeborener Christ, weder katholisch noch evangelisch. Ein wiedergeborener Christ, der dem Herrn Jesus Christus auf Schritt und Tritt folgt. Glaubst du, wie ist deine Meinung zu der Dreifaltigkeit? Absolut biblisch und an diesen dreieinigen Gott glaube ich auch. Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist. Also 3 in 1, wie diese Waschpads, das kann ich mir aber nicht erklären. Genau, das kannst du auch anhand von Raum, Zeit und Materie festmachen, weil Gott alles in seinem Ebenbild geschaffen hat und über Raum, Zeit und Materie steht. Kannst du anhand des Beispiels, zum Beispiel die Zeit, besteht aus Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Aber dennoch, diese drei bleiben die Zeit, richtig? Bis jetzt kann ich dir folgen. Mhm. Vorab, ja. Ich bin Moslem, ich will dich nur verstehen. Aha, aha. Ja, okay, ich weiß. Okay. Also ist Vergangenheit Zeit? Ja. Ist Zukunft Zeit? Auch. Ist Gegenwart Zeit? Auch, ja. Und jetzt hast du Gott verstanden. Vater ist Gott, Sohn ist Gott, Heiliger Geist ist Gott. Das war's. Ja, wie dem auch sei. Ganz, gut. Ganz einfach. Selbst für den letzten Sonderschüler muss das ja wohl Klick machen hier oben, oder? Ich verstehe deine Sichtweise, aber ich toleriere sie, aber ich akzeptiere sie nicht. Ne? Du kennst dich da aus, Toleranz, Akzeptanz. Gut, dann habe ich noch eine Frage in Bezug auf Jesus. So, es gibt ja viele, die sagen, es wurden nur in seinem Namen Kriege geführt oder hat er direkt Kriege geführt? Wie ist deine Meinung dazu? Nein. Ich möchte dich nur verstehen, Bro, ich bin Moslem. Ich will nur deine Meinung dazu wissen, ja nicht. Der Herr Jesus Christus hat niemals zum Krieg aufgerufen, weil er selber niemals ein politischer Führer war und auch niemals irgendwie versucht hat, Territorien zu erobern. Und das Ganze durchweg durch die Evangelien selbst nachschlagen. Der Herr Jesus Christus hat absolute Gewaltlosigkeit gelehrt. Und das siehst du in Matthäus 5, 43, Lukas 6, 27 und die ganzen anderen Verse. Ne? Ich bitte dich einmal in deinem Leben, dich hinzusetzen und die Evangelien dir mal durchzulesen. Einfach mal Jesus Christus kennenzulernen. Na, Moment, aber ich kenne da so einen. Nein, sorry, das war im Hintergrund etwas. Aber du kennst ja wahrscheinlich diesen einen Hamid, mit dem du mal eine Diskussion hattest, ne? Hamid? Und der hatte mal mit ein paar Missionaren eine Diskussion, ne, ist sogar auf YouTube zu verfolgen. Und da hat er einen ganz bestimmten Bibelvers auch, Matthäus 14, 27, irgendwie so, ich bin mir da nicht sicher. Da sagt er sinngemäß in etwa, die nicht wollen, dass ich über sie herrsche, bringt sie vor mir und schlachte sie. Sinngemäß, das heißt, 1, 2, 1 das, über sagen das kann ist ich das. Aus Lukas 27 und ist eine Prophezeiung auf den kommenden König, den Messias, der in seinem tausendjährigen Reich hier regieren wird. Das ist also, in der Zukunft wird sowas passieren. Nicht, dass du selber hingehst und die Menschen wie Mohammed da Nackentherapie verpasst. Du musst vom Anfang des Kapitels lesen, was der Herr Jesus Christus sagt. Er spricht auch sehr oft in Gleichnissen.
Naja, ja. Ich finde das mit der Bibel immer so eine Sache, weil Bibel kommt ja vom Griechischen, heißt Biblos, und das ist nichts anderes als die Buchsammlung 1 bis 5 Buch Mose, ne? Ja. So. Bibel deshalb, bedeutet Bücher. Und die Bibel ist ja eine Sammlung von sehr vielen Büchern. Bibel kommt vom Begriff Biblos und ja, 1 bis 5 Buch Mose. Deshalb, wenn ich die Bibel lesen würde, dann würde ich Back to the Roots einfach 1 bis 5 Buch Mose alle durch, ne? Alle ja, dann fang doch an, das Alte Testament. Dann fang doch an, das Alte Testament zu lesen und einfach mal ganz normal, neutral, einfach durch bis zum Neuen Testament. Alles klar, okay, dann hat sich das jetzt erstmal geklärt. Wie gesagt, ich hatte halt hier und da nur ein paar Fragen. Alles klar, wir sehen uns dann nächste Woche Freitagsgebet auch rein, Bro. Gott segne dich, mein Lieber, mach's gut. Möge der Christus dich segnen und dir deine Augen öffnen. Amen. Hallo, kannst du mich hören? Ich höre dich, ja. Ich habe eine Frage und zwar wollte ich wieder, also ich habe noch nie richtig, also ich bin halt Christ, kann man so sagen, ja, beziehungsweise ich wollte halt die ganzen Bücher lesen, weil ich habe noch nie die Bibel gelesen. Ich bin halt so reingewachsen, weißt du. Und da wollte ich fragen, halt, wie man so richtig anfängt oder ob du vielleicht ein YouTube-Video kennst, wo man sich ja Stück für Stück alles durchlesen kann. Genau. Videos mit zu haben, wo du dir Stück für Stück alles durchlesen kannst, was ist das denn? Ja, es gibt da Schlachter und du meinst Bibelübersetzungen? Genau. Ja, ich empfehle dir, die Schlachter 2000 zu holen. Das ist die akkurateste Übersetzung, die wir haben, ne? Okay. Also im Internet einfach was du vorhin gesagt hast. Schlachter2000.de, genau. Schlachter2000.de. Alles klar, okay. Dann bedanke ich mich, ne? Ich wünsche dir einen schönen Abend. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Aber das Wichtigste ist, dass du Buße tun musst, mein Lieber. Du musst auf die Knie gehen und Jesus Christus um Vergebung bitten für all deine Missetaten, die du in deinem Leben getan hast. Hast du das getan? Ich bete jeden Tag. Nein, du hast mich nicht verstanden. Gab es einen Tag in deinem Leben, wo du auf die Knie gegangen bist und deine gesamte Schuld vor ihm bereut hast? Ich habe meine Sünden ihm erzählt, aber so richtig Buße habe ich noch nicht getan. Genau, so sieht's aus. Also wirst du das jetzt gleich, wenn du das beendest mit mir, das Gespräch, gehst du auf die Knie und schließt dich in dein Kämmerlein ein und betest zum Herrn Jesus Christus und bittest ihn um Vergebung deiner Schuld. Aber vom aufrichtigen Herzen. Das muss sich wie in einem Film vor dir abspielen. Die ganzen Schandtaten, die du im Geheimen getan hast, die niemand gesehen hat, aber er dich gesehen hat. Ja, er sieht mich, er sieht eh, ja. Was? So sieht das aus. Du musst also quasi vor ihm zusammenbrechen und ja, deine Schuld vor ihm bereuen. Okay, alles klar, danke schön. Hör auf deine Worte, was ich dir sage, das ist sehr wichtig. Mach ich auf jeden Fall, ne, auf jeden Fall. Du bist auch ein Vorbild, ja. Dich auch, Tata. Danke dir, ciao. Ja, ist doch schön, dass ich einigen ins Herz reden kann. Ne? Siehst du, die kommen nicht hier umsonst rein. Der Herr bringt sie hier hin, damit ich ihnen das sagen kann, damit sie vor dem Herrn Jesus Christus Buße tun und gerettet werden können. Halleluja, Amen. Salam alaikum. Danke, Cousin. Wa alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Deine auch, Bro. Danke. Kannst du die Shahada eigentlich noch sagen? Einmal, also so vom Auswendigwissen so. Ja, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulallah. Okay, ich habe deine Videos und deine Lives nicht so ganz angeschaut. Ich wollte fragen, wieso du eigentlich so zum Christentum gekommen bist. So. Ich bin nicht zum Christentum gekommen. Ich habe eines Tages mich hingesetzt und wollte wissen, ob der Islam überhaupt die Wahrheit ist. Ich habe ihn also auf den Prüfstand gestellt. Das, was Millionen von Muslimen nicht tun, habe ich gewagt und habe Dinge herausgefunden, die ultra brutal sind. Und die teile ich gerade mit ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und viele wachen auch gerade auf, weißt du? Könntest du mir vielleicht einen nennen und ich könnte versuchen zu beantworten, wenn ich so weiß. Also wenn du jetzt ein spontanes Beispiel hast. Ja, also das spontane Beispiel wäre, dass Gott wie ein Zuhälter um die Ecke kommt, tut mir leid, also so TikTok sportlich, und
und üppige Frauen mit schwellenden, du weißt schon, was verspricht. Und darüber hinaus wird der Allah deinen Penis so dick und so lang machen wie eine Palme und du wirst gleichzeitig mit zwei Schwestern Verkehr haben. TikTok sportlich. Sagst, okay. Hast du einen Beweis dafür aus dem Koran? Aus dem Koran haben wir den Beweis in Sure 55, Vers 56, Sure 78, Vers 33. Okay, warte, du kannst kurz warten, ich hol kurz meinen Koran, warte kurz. Ja. Also. Okay. Jetzt nochmal bitte. Sure 55, Vers 56. So, warte. Sure 55, Vers 56. 56, okay. Ja, kannst du es ja vorlesen. Darin sind weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten, die vor ihren weder Mensch noch Djinn berührt haben. Genau. Okay. Du siehst also, dass der Allah so Hurel Ain da hinstellt wie Hugh Hefner. Das wird also so eine Bingi-Bongo-Party da oben sein bei Allahs Himmel. Und das kann absolut nicht von Gott sein. Weil dieses Konzept der 72 Jungfrauen und dieser Jungfrauen im Himmel ist von uns Persern. Das ist von uns Persern in die Welt gerufen worden. Das ist absoluter Schwachsinn. Schon von der damaligen Zeit, das hat der Mohammed übernommen und in seine Religion reingepackt. Weil du weißt ja, die ganzen Araber zu der damaligen Zeit waren ja alles so, tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber so Hinterwäldler. Ne? Und auf was haben die am meisten gestanden? Auf Frauen mit üppigen, schwellenden Zitzkas und dicken Hintern. TikTok-Sport. Ja, aber im Christentum ist es ja nicht anders. Ihr sagt nein, weich nicht aus, bitte. Hör auf jetzt zu sagen, im Christentum ist das nicht anders. Bleib erstmal bei deinem Dings. Ja, ich weiß, du bist gerade schockiert. Ich weiß, du bist gerade schockiert und du siehst das gerade mit deinen eigenen Augen. Zusätzlich sagt der Gott, es ist, mein Lieber, schlag mal Sure 52, Vers 24 auf. Wenn du also so Neigung zu einem Kind hast, TikTok sportlich, kannst du das sowohl auch im Himmel dann von Allah ausleben. Unglaublicher Gott, ne? Das ist, du kannst nicht einfach irgendwelche Verse nehmen. Kannst du das lesen für uns oder möchtest du raus? Ich kann's lesen, ja? Dann lies mal bitte vor, was der Gott des Islams für Sachen da verspricht, damit wir alle schockiert sind. Danach lässt du mich aussehen, okay? Okay, ja, kein Problem. Aber ich möchte, dass du ehrlich bleibst. Du hast gerade deinen Koran zur Hand und du hast mich gefragt, was waren denn die Gründe, warum du aus dem Islam so weggegangen bist? Und du wolltest mir darauf antworten. Aber merkst du gerade, dass du selber schockiert bist? Ich lese dir das mal vor, okay? Und unter ihnen gehen Jünglinge umher, die zu ihnen gehören, als wären sie voll wohlwerdende Perlen. Wohlverwahrte Perlen. Das heißt, mit anderen Worten, dass Allah, also dein Gott Allah, die im Himmelreich kleine Knaben verspricht, die du dann auch auseinandernehmen darfst. Weil du weißt ja, warte bitte, hallo, nicht in mein Wort fallen. Du weißt ja, dass der. Du lässt andere nicht ausreden und sagst nicht. Ich bin doch noch nicht mal fertig, warte doch, ich habe noch nicht mal meinen Punkt zu Ende gewartet, danach kannst du doch reden. Ich wollte dir damit sagen, dass Allah, der Gott des Islams, sowohl auch für die Leute gedacht hat, die Neigung zu Kindern haben. Das heißt, du siehst, dass auch beispielsweise der Sheikh Ibrahim, wenn die ihn fragen, ist alles erlaubt im Himmelreich? Da sagt er, alles ist erlaubt im Himmelreich. Und wenn also diese kleinen Jünglinge dich bedienen, darfst du sie auch auseinandernehmen, wenn du Neigung zu ihnen hast. Absolut krank, ne? TikTok sportlich. Okay, also. Ja, das ist harter Tobak, damit wurdest du noch nie konfrontiert. Also ich will ja nichts zu dir sagen, aber du nimmst irgendwas aus dem Koran im Christentum, okay? Oh mein Gott, Nix, oh mein Gott. Was, oh mein Gott, hallo? Also, im Christentum, was steht da? Die Pedo sagt dir die ganze Zeit, aber da steht, wenn die Leute heranwachsen und anfangen, also die Mädchen, ihre Brüste größer zu werden, das ab der Pubertät, okay? Und das passiert bei manchen, schon ab 9 darf man sie binden und heiraten. Ach, du willst 9-Jährige heiraten? Na, im Christentum, das steht in der Bibel. Okay, dann zeig mal, wo wir 9-Jährige heiraten dürfen. Da steht nicht 9-Jährige, sondern wenn die Brüste größer werden. Was heißt das für dich? Wenn die Brüste größer werden. Du redest einfach irgendwie, ohne etwas zu nennen, einfach so von dir aus selbst. Unfassbar.
unglaublich, der Typ. Einfach Schande. Einfach Schande. Ja, da hat er mich gefragt, und das war ja nur eine Sache von Tausenden. Ne? Ich habe nur von dieser einen Sache heraus, kann man den Muslimen sagen, dass irgendwas mit dieser Religion absolut nicht stimmt. Du kannst mir doch nicht sagen, dass Allah Hugh Hefner ist im Himmelreich. Bäche voll mit Alkohol, köstlich für die Trinkenden, sagt Allah. Und dann auf einmal sind da Honig, Honigflüsse und dann diese ganzen Hurel-Ain, die auf dich warten und du dann ihre Jungfern zerfetzen wirst, ne? Das kommt eindeutig von wem, Leute? Von wem kommt so eine Ideologie, Leute? Schreibt mir das mal in den Kommentaren, bitte. Von wem kommt so eine Ideologie? Absolut richtig, vom Devil. Yes. Siehst du, ihr checkt sofort, wer dieser Allah ist. Ihr wisst sofort, wer Allah ist. Sofort. Sehr gut. Weißt du? Salam alaikum. Wa alaikum salam immer. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, alles super bei mir. Alhamdulillah, Jesus. Wie geht's dir? Alhamdulillah, alles gut soweit. Ja, ich gucke mir ein paar Mal deine Videos an. Wir sitzen auch gerade mit einem Kollegen hier auf der Arbeit. Wir dachten, wir versuchen mal reinzukommen bei dir. Was mich interessiert, aber auch eigentlich gleiches Thema, wie du zum Video aus dem Islam rausgegangen bist, soweit ich verstanden habe. Ja, also das waren mehrere Gründe, aber der größte Grund dafür war Mohammeds Leben. Ne? Das Mohammeds Leben hat mich ultra abgeschreckt, ne? Und da wusste ich eindeutig, dass der kein Prophet sein kann. Ne? Allein sein ganzes Leben zeigt uns schon, dass er den Islam erfunden hat, um an Frauen Geld und Macht ranzukommen. Und das kann ich dir eindeutig beweisen. Wallah, seit klein aus, die Geschichten, die wir hören, ist genau Gegenteil, was du gerade hier wiedergibst von dir. So ist das. Mohammed ist der beste Mensch. Mohammed hat nie irgendjemand was getan. Mohammed war wundervoll. Mohammed war dies, Mohammed war das. Wenn wir aber selber auf die Suche gehen, die Schriften aufschlagen, sehen wir genau das Gegenteil von dem, was diese heuchlerischen Imame und Schiuchs uns sagen. Wallah, ich habe nur Gegenteil. Ich habe mich mit dem Islam nicht viel befasst. Ich bete, Alhamdulillah, meine Gebete. Aber ich habe nur Gegenteil gehört, auch von meinem Opa die Geschichten oder generell selber unter Freundeskreisen. Ja, meinst du, dein Opa würde dir erzählen, dass Mohammed gesagt hat, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau... Also Vorbild. Also ich kenne die Geschichten auch einigermaßen von unseren geliebten Propheten. Also er ist unser Vorbild. Wir lieben ihn alle. Allah hat ihn sogar, seinen Namen hat er neben ihm geschrieben. Du weißt ja selber, du hast gerade selber das Glaubensbekenntnis gesagt. Du weißt, dass Mohammed sein Name steht. Sein Name ist neben dem Namen von Allah, ne? Du siehst ja, dass sowohl die Shahada uns zeigt, dass Mohammed immer der Partner von Allah ist. Ja. Aber wie ist der Dings, was mich so interessiert? Woher hast du diese Beweise rausgenommen? Und zweitens, wie hast du diesen Hass? Weil du hast ja auch gewisses Hass in deinem Herzen, so wie ich merke, gegen den Propheten. Nein, absolut nicht. Nein. Der Herr Jesus Christus hat mir den Hass weggenommen. Ich hasse weder dich noch die Muslime noch irgendeinen anderen Mensch. Ich muss aber etwas sagen gegenüber dem Islam und deren Ideologie. Du siehst, dass meine Geschwister in Christus absolut hardcore verfolgt werden wegen dem Islam. Ne? Und das kann man nicht verleugnen. Der Islam ist der Koran ist die größte Streitschrift gegenüber der Bibel und allen anderen Religionen, weil Allah von seinen Anhängern also möchte, dass die gesamte Welt gewaltsam erobert werden muss, ne? TikTok sportlich. Okay. Ich habe eine nebensächliche Frage noch an dich. Ist das Schweine, jetzt vom Thema abgehend, wir haben ja auch nicht so viel Zeit, wir arbeiten gerade, wir haben Nachtschicht. Ist das Schweinefleisch erlaubt bei euch? Der Herr Jesus Christus sagt im Neuen Bund,
Denn nicht, was in deinem Mund geht, macht dich unrein, sondern was aus deinem Mund rauskommt, das ist es, was dich unrein macht. Verstehst du? Hier geht es nicht nur um Speisen und Speisegebote, hier geht es um viel mehr. Das heißt, wenn du Worte aus deinem Mund sprichst, so verunreinigst du dich. Du siehst ja beispielsweise, wenn viele Muslime hier reinkommen, auf einmal reden die wie die Letzten, du weißt, ne? Viele haben auch nicht so gewisse Punkte. Du greifst ja auch meistens das an, woran wir glauben, weißt du, tief und fest. Und das kann dieses Glauben, immer, kann keiner vom Herzen rausnehmen. Immer, ich habe mal eine wichtige Frage. Wenn ich zu dir komme und sage, Ömer, wenn du auf den Islam stolz bist und das, was deine Familientradition dahergibt, dann geh und beiß in den Penis von Allah. Was würdest du von mir denken? Wallah, ich habe dich nicht verstanden. Nochmal bitte ganz kurz. Also wenn ich zu dir komme und dir sage, Ömer, wenn du auf das stolz bist, was der Islam da macht, und wenn du auf deine Familientradition stolz bist, geh und beiß in den Penis von Allah. Nein, das geht ja nicht. Das hat dein Prophet aber gesagt. Nein, wo denn? Wo ist denn der Beweis dafür? Jetzt, ich kenne mich mit dem Islam, ich kann mich auch nicht so. Viele Verse sind ja gekommen auf irgendwas Bestimmtes herab, weißt du? Man muss erstmal wissen, worum es da ganz genau geht. Ein ganz kurz, bevor du auf diesem Thema noch weitergehst, ich wollte worauf hinaus. Ja. Ich bin mit einer Christin verheiratet gewesen, 16 Jahre. Mein Sohn befasst sich mit dem Islam sehr, sehr viel. Er macht auch im Ramadan mit, er macht seine Gebete, er ist gerade 13. Ja. Meine Ex-Frau, der Vater ist ein Italiener. Der hat mein Sohn eine Bibel nach Hause geschenkt. Eine ganz große Bibel. Dann, mein Sohn hat damit angefangen, ein bisschen zu lesen. Und dann hat er gesagt, Papa, ich habe was in der Bibel gefunden. Ich glaube, das war 13. Seite. Da stand drin, dass Schweinefleisch verboten ist. Und wir sitzen ja jedes Mal an einem Tisch. Und der Schwiegervater von mir ist Italiener, er isst ja Schweinefleisch, alles drum und dran. Mhm. Er hatte immer gesagt, dass das Schwein bei denen erlaubt ist, aber ausgerechnet diese Bibel, die er meinem Sohn geschenkt hat, hat widerlegt, dass das Schwein verboten ist. Dass man darf das nicht mal anrühren, laut Christentum. Nein, laut Christentum überhaupt nicht. Das Problem ist, der versteht nicht das Alte Testament und das Neue Testament. Das Alte Testament ist den Juden gegeben worden, wo Gott mit Israel seinen Bund geschlossen hat. Verstehst du? Du darfst das Alte Testament nicht mit dem Neuen Testament vermischen, weil Jesus Christus gekommen ist und uns Gnade erwiesen hat. Du darfst aus Gnade leben. Verstehst du? Das sind die Speisegebote aus dem Alten Testament. Du bist doch kein Jude. Wir sind doch keine Juden. Die Tora-Juden in Israel und so, die halten alle ihre Speisegebote, weil die immer noch auf ihren Messias warten. Verstehst du? Okay. Du musst dich unbedingt auseinandersetzen mit beiden Themen. Du darfst das nicht vermischen. Das ist das Problem, was du da hast. Guck mal hier, was der Mohammed sagt. Du hast gerade eben deinen eigenen Propheten verurteilt. Und deswegen sage ich dir, geh raus aus dieser Religion, weil dieser Mensch war kein Prophet. Guck mal hier. Ich zeige dir das. Guck mal hier, was Mohammed sagt. Ist jemand stolz auf seine vorislamische Abstammung, so beleidige ihn und sage ihm, er soll in den Penis seines Vaters beißen. Al-Jami As-Sarid, Band 1, Seite 47. Heftig, ne, immer. Guck, was Mohammed da sagt. Ich muss mich mit dem Thema selber nochmal befassen, ich muss lesen. Man kann viele Sachen nicht direkt so annehmen, wie man es wieder gibt, weißt du? Weil der Koran geschützt ist von Allah, so kenne ich das. Man darf nicht die eindeutigen Verse mit dem man muss die eindeutigen Verse mit dem Mehrdeutigen zusammenführen. So wie ich gelernt habe, ist Allah den Koran geschützt hat, weil das sehr, sehr oft von den Menschen immer geändert wurde. Und Allah hat den Koran geschützt und du weißt ja, die arabische Sprache ist eine sehr große Sprache. Manchmal haben Bedeutungen. Manchmal hat ein Wort tausend Bedeutungen. Allah sagt durch seinen Propheten in Sunan ibn Majah, dass eine Ziege kam und Koranverse gegessen hat. Der Allah konnte nicht mal eine Ziege aufhalten vor
Das stimmt nicht. Das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Das stimmt nicht. Warte, das stimmt. Mein Kollege, der neben mir das hier sitzt, er sagt, das stimmt nicht. Er erzählt nur Quatsch. Ja. Er sagt, das stimmt nicht. Ja, okay, wenn ich Quatsch erzähle, dann kannst du es aufschreiben. Dann kannst du sehen, ob ich Quatsch erzähle oder nicht. Sunan ibn Majah hat es 1944. Brauchst du mich nicht beibringen, bitte, danke schon, ja. Also hast du dich bedingt, du? Die Leute haben sich bewusst entschieden, das nicht aufzuschlagen, um nachzuschlagen, um es auf einmal zu erkennen. Ach du Heilige, eine Ziege macht sogar Allah fertig, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht sein. Wenn Allah möchte, Allah ist allmächtig, ist er. Siehst du, also war Allah nicht allmächtig genug, diese Ziege aufzuhalten, richtig? Allah ist allmächtig, Allah hat den Koran geschützt, mein Bruder. Aber weißt du, weil die Menschheit das immer geändert hat. Immer geändert hat, hat Allah das, den Koran geschützt. Aber die Ziege hat Koranverse gefressen. Das stimmt nicht. Also ich kenne, ich höre das okay, erste Mal jetzt von dir. Immer schreibt dir das auf. Immer schreibt es auf. Sunan ibn Majah hat dies 1944. Okay, schreib mir das auf. Ich höre das ist das erste Mal. Wirklich. Du hörst einiges zum ersten Mal. Ich gucke mir ab und zu dich beim TikTok, wenn ich runterscrolle, deine Videos manchmal an. Ja. Du hast auch gewisse Hass gegenüber das, weiß ich nicht. Man darf auch, mein Bruder, guck mal, man darf auch nicht direkt die Sachen lesen und direkt so annehmen, wie sie sind. Wir wissen die Hintergründe nicht, wie diese Geschichte passiert ist. Guck mal, der Islam hat viele Leute auch, meine Freunde, guck mal, die vom Weg abgekommen sind. Die waren wirklich in der Gosse, die haben Alkohol getrunken, die haben nur Schlimmes getan. Der Islam hat die von diesem Weg abgenommen. Die sind wieder bei ihren Familien. Denen geht's gut, ja, beten der Islam, fünfmal am Tag. Der Islam erlaubt doch Alkohol zu trinken. Nein. Doch, wie der 16, Islam. Vers 67. Nein, der Alkohol war damals, soweit ich weiß, im Islam erlaubt. Es wurde in drei Stufen herabgesagt, dass es verboten wurde. Also erlaubt Allah Alkohol. Mein Bruder, wie ist denn der Koran entstanden? Der Koran ist ja nicht in einem Tag entstanden, ne? Soweit wie ich weiß. 23 Jahre. Ich will nichts Falsches sagen. Und immer ist was passiert und dann wurde das. Das war ein großer Prozess. Und das wurde soweit weiß, der Alkohol wurde nach dritten Mal komplett verboten, soweit wie ich weiß. Ja, so macht Allah die ganze Zeit Fehler. Genau. Ne? Anstatt er sagt, ihr sollt nicht trinken, sagt er, ja, ihr könnt erstmal saufen. Dann kamen die Muslime besoffen zur Moschee in Sure 4, 43. Und später sagt er auf einmal in Sure 5, Vers 90, Losfeile, Glücksspiel und Alkohol sind das Werk des Satans. Ja, aber Allah, du hast doch in Sure 16, Vers 67 das Werk von Satan erlaubt. Bist du der Satan oder was? Nein, das stimmt nicht so. Guck mal, Bruder. Das stimmt nicht so, Bruder. Immer ist was passiert. Guck mal, damit wir daraus lernen, warum das Alkohol verboten ist. Damalige Zeiten, die Sahaba, sie waren so stark, dass sie das alles weggekippt haben. Ömer, hast mir nicht zugehört, Ömer, hast mir nicht zugehört. Allah erlaubt erstmal Alkohol. Später sagt er, Sure 5, Vers 90, sagt er, Losfeile, Glücksspiel und Alkohol sind das Werk des Satans. Dann frage ich mich, Allah, warum hast du denn das Werk von Satan erlaubt? Bist du Satan? Bruder, er erzählt jetzt gerade Quatsch. Er ist ein Jahil, Bruder. Verschwinde ich nicht dein Jahil. Guck mal, der Arme im Hintergrund hat keine Lust mehr, weil sich die ganzen Verse da reinbretter. Er ist ein Jahil, Bruder. Er soll uns nicht beibringen, wie es ist. Du weißt genau, dass ich mehr Ahnung habe als die gesamte Euroschicher TikTok-Muslime. Wallahi, ich sag dir ehrlich, mit Jahil sollte man nicht diskutieren. Du, jetzt auf einmal kriegt er Angst. Jetzt sagt er, rede nicht mit dem. Mit sollte man nicht diskutieren. Ich will nur einen Vorschlag geben. Er ist ein Gentleman. Ömer, bediene dich deines eigenen Verstandes. Du bist ein schlauer Junge. Lass dich nicht von anderen belabern. Siehst du? Wie willst du vom Islam rauskommen? Erzähl mal ganz kurz, wenn du Zeit hast. Wie Bitte ist was? Das passiert? Du warst ja am Anfang Muslim, soweit ich verstanden habe, richtig? Ja. Wie bist du vom, seit wann bist du raus von Islam? Ungefähr vor 11, 12 Jahren bin ich rausgegangen aus dem Islam. Und von alleine warst du praktizierender Muslim damals? Ja, ganz normal. Ich habe mich dann eines Tages entschieden, etwas mehr über meine Religion zu erfahren. Und dann habe ich mich hingesetzt und den Islam mal kritisch auf den Prüfstand geschickt. Weil du musst ja eine Schrift auch kritisch betrachten. Und diese kritische Punkte muss ja die Religion ja aushalten. Sonst fliegt sie ja durcheinander, auseinander. Du folgst die ganze Zeit einer Religion, die allen kritischen Punkten, die man so erwähnt, nicht standhalten kann. Da brauchst du gar nicht an diese Religion zu glauben. Omar, sag ihm, danke schön, dass du hast unsere heilige Religion verlassen. Vielen Dank, ja. Solche Kollege von mir.
Ömer, was hältst du denn von Mohammed, wenn er deine Frau sehen würde, wenn die Augen vom Prophet Mohammed auf deine Frau fällt, musst du Ömer dich von deiner geliebten Frau scheiden lassen, damit Mohammed mit dir heiraten darf? Nein, ja, Bruder, das stimmt nicht so. Okay, pass auf, hier, guck mal hier. Tafsir al-Qurtubi auf der Seite 423. Das sind die 20 Privilegien, die nur Mohammed gegeben wurde. Pass auf. Punkt 10. Sollten die Augen des Propheten auf eine Frau fallen, so ist es die unbestreitbare Pflicht ihres Ehemanns, sich von ihr scheiden zu lassen, damit der Prophet sie ungestört punkten kann. Ibn al-Arabi sprach, dies geschah auch im Fall Zaynabs. Zaynab war Mohammeds Schwiegertochter. Er begehrte sie und nahm sie zur Frau, nachdem er seinen Sohn dazu zwang, sich von ihr scheiden zu lassen. Ömer, ich bitte dich, lest bitte Sure 33, Vers 37, merkt ihr das? Er hat die Frau von seinem Adoptivsohn ausgespannt und sie ihm weggenommen. Ein verheirateter Mann. Er kommt zu dir nach Hause und hat die Frau von seinem Adoptivsohn ausgespannt. Leute, zieht euch die Geschichte rein. Sure 33, Vers 37. Er hat die Frau von seinem Adoptivsohn weggenommen. Okay. Merk dir das, Ömer. Bedien dich deines eigenen Verstandes. Guck mal, Bruder, ich wollte einfach mit dir mal reden, wie du rauskommst. Ich bin ja kein Scheich selber. Ich bin praktizierender Muslim, Alhamdulillah. Wie gesagt, viele meiner Freunde, alle sind in den geraden Weg reingekommen. Denen geht's viel besser. Der Islam hat die gerettet. Wir sind von klein aus so groß geworden. Ich finde es einfach krass, so wie du den Islam verlassen hast, so gegen Islam so redest. Ja, deswegen lasse ich spannend was sagen, weil ich bin ja auch mit einer Christin verheiratet gewesen. Ömer, kannst du den als Christin, dein Vorbild akzeptieren, Ömer? Wen? Wie bitte? Kannst du den Mohammed so als dein Vorbild akzeptieren? Stell dir mal vor, du bist nicht zu Hause, du hast eine Frau, er kommt zu dir, klopft an deiner Tür, sieht deine Frau, flirtet mit dir und auf einmal spannt er dir deine Frau aus. Ist das ein Prophet Gottes? Das stimmt nicht. Es kommen auch viele mit diesem Thema. Er hat damals geheiratet mit 9 Jahren. Jemand so geheiratet mit 9 Jahren. Ömer, schreib dir das auf. Tafsir al-Qurtubi, Band 14, Seite 172. Geh zu deinem Imam und dräng ihn in die Ecke. Ich frag ihn, warte, ich stimme mir einen Zettel, ich schreib mir das auf. Schreib dir das auf, sag mal, was ist das für ein Mensch gewesen? Ömer, verschwindest du? Ich schreib auf, weil nächstes Mal, wenn ich mich mit dir verbinde, werde ich mich genau mit diesem Thema mit dir befassen. Sehr gut. Super machst du das immer, sehr gut. Erzähl mal. Welches, was ich mir Tafsir al-Qurtubi, Band 14, Seite 172. Band 14, 172. Seite 172. Okay. Okay, ich zitiere. Muqatil berichtete, dass der Prophet Zaynab die Tochter Jahs mit Said verheiratete und sie daraufhin eine Zeit gemeinsam mit Said zusammenlebte. Dann eines Tages kam der Prophet in Saids Haus und fand dort Zaynab vor. Sie war weiß mit einer atemberaubenden Figur, einer der vollkommensten Frauen unter den Quraysh. Er begehrte sie und sprach, gepriesen und wundersam ist Allah, der mein Herz höher schlagen lässt. Als Zaynab erfuhr, dass der Prophet durch sie sexuell erregt war, teilte sie die Said mit, der auf der Stelle verstand, was er zu tun hatte. Said sprach zum Propheten, O Prophet Allahs, erlaube es mir, mich von ihr scheiden zu lassen, denn sie wurde arrogant. Sie glaubt, dass sie mir überlegen sei und beleidigt mich mit ihrer Zunge. Der Prophet antwortete, behalte deine Ehefrau für dich und fürchte Allah. Und dann pass auf, es heißt, dass Allah einen Wind schickte, der den Vorhang von Zaynabs Zimmer anhob und man sie durch das Fenster ihres Hauses von draußen sehen konnte. Der Prophet sah sie in diesem Moment und begehrte sie scheinbar. Gefiel es Zaynab, dass der Prophet sie begehrte. Als Said wieder hereingekommen war, erzählte Zaynab, was zuvor passiert war. Dadurch war Said fest entschlossen, sich von ihr scheiden zu lassen. Du musst dir mal vorstellen, Ömer, dein bester Freund, der gerade mit dir arbeitet. Du bist nicht zu Hause. Er klopft an deiner Tür und deine Frau macht die Tür auf. Und dein Freund in deinem Herzen begehrt er sie und spannt die dir aus. Wie gesagt, ich muss mich mit dem Thema befassen. Aber sag mir nur aus dem aufrichtigen Herzen, Ömer. Was würdest du von deinem Freund denken, der dir deine Frau ausspannt? Das kann nicht so sein, ja. Man muss ja erstmal sich mit dem Thema richtig befassen. Nein, wer schießt denn gesagt, wenn dein Freund dir das mal vor, so wie du es gelesen hast, wer schießt denn nicht wer schießt denn selber in sein Bein? Weißt du, was ich meine? So wie du die Geschichte wiedergeben hast.
Immer. Wenn dein Freund dir das antun würde, was würdest du von ihm denken? Wie bitte? Ja, aber wenn du so siehst, ja, aber wie gesagt, man muss sich mit dem Thema befassen. Wenn okay. du so ich habe die Quellen genannt. Ja. Immer, ich letztendlich stand ein Ding, Gott dir gegeben hat. Ich sage dir, am Ende der Reise wirst du den Islam verlassen und Jesus Christus angehören. Weil er sagte, wenn jemand mit einem lüsternen Blick eine verheiratete Frau anguckt, der hat Ehebruch in seinem Herzen begangen. Guck dir mal die moralische Messlatte vom Herrn Jesus Christus an und guck mal, was Mohammed da macht. Mohammed, der Herr Jesus Christus sagt, du sollst keine Frau angucken, eine verheiratete Frau. Wenn du sie anguckst, hast du im Herzen Ehebruch begangen. Was macht Mohammed? Er guckt eine Frau an, begehrt sie im Herzen und spannt sie seinem Freund aus. Seinem Adoptivsohn Said. Sure 33, Vers 37, mein Lieber. Koran. Ich guck mir das an. Du wirst das schaffen. Ich garantiere dir, wenn du ehrlich bist, sagst du, Armin, du hattest mit allem recht. Danke dir, dass du mir das gesagt hast. Du hast mir Dings, du kennst dich ja mit diesen Thematik ein bisschen aus. Aber du kommst auch in diese Richtung, weißt du, man muss auch, wie gesagt, die Mehrdeutigen mit den Eindeutigen zusammenführen. Man muss genau wissen, was man redet. Man muss wissen, wie das dazu gekommen ist, dass diese Geschichte genau so passiert ist. Wie gesagt, Allah hat den Koran geschützt, mir wurde so beigebracht. Ich weiß, die lügen mich an von morgens bis abends, genau wie sie alle anderen anlügen. Die lügen von morgens bis abends. Sie dürfen Taqir betreiben. Imam Al-Ghazali sagte, wisse, dass die Lüge in sich nicht falsch ist. Wenn die Lüge das einzige Mittel ist, ein gutes Ergebnis zu erzielen, so ist sie erlaubt. Daher müssen wir lügen, wenn die Wahrheit zu einem unangenehmen Ergebnis führt. Immer der Islam ist die einzige Katastrophe ist das, Mann. TikTok sportlich. Auzubillah, genau, Auzubillah. Guck mal, ich kann dir nur so sagen, einmal, bevor wir noch auflegen. Hm. Guck mal, der Islam ist für uns die Wahrheit. Okay, man muss sich richtig tiefgründig mit diesen Themen befassen. Man muss du hast schon in deinem Herzen gegenüber Islam wirklich Hass. Du musst dich besser mit den Thematik ein bisschen befassen, meiner Meinung nach. Wir sind so groß geworden, der Islam ist die Wahrheit. Mohammed, der geliebte Prophet, Friede und Heil sei mit denen, ist der beste Geschöpf in dieser Dunja. Also ich kann sowas nicht den besten Geschöpf nennen. Ist der beste Geschöpf. Allah hat ihn sogar so geehrt, dass er seinen Namen neben seinen Namen geschrieben hat. In Jannah steht riesengroß, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Unglaublich. Es gibt keine Gottheit außer Allah und Mohammed ist sein Diener und Gesandter. Es ist glauben, dir also völlig egal, was er in seinem Leben getan hat, ne? Es ist dir völlig egal. Er ist das beste Geschöpf in dieser Dunja, Bruder. Also diese Geschichten, was wir von ihm gelesen haben, gelernt haben, das kommt ja nicht von so. Einfach was so rein. Was machst du denn, wenn das alles wahr ist, was ich dir gerade gesagt habe? Bruder, ich lese mir das durch. Ich habe nur guck mal, wenn du rein hypothetisch, guck mal, wenn rein hypothetisch, rein hypothetisch, was machst du, wenn ich mit allem recht hatte und das die Wahrheit ist über Mohammed? Was machst du? Bruder, so wie du es direkt wiedergeben hast, guck mal, eine leere Tasse kannst du füllen mit alles. Aber wenn einer schon Wissen hat, diese Tasse kannst du nicht direkt mehr füllen, also mit Unwissenheit füllen. Verstehst du, Allah hat den Koran geschützt, guck mal, die Menschheit hat alles immer geändert. Wenn mein 13-jähriger Sohn schon in, guck mal, es ist alles Zufall, er macht den Bibel auf und da sieht er, ihr dürft euch nicht mal das Schwein nähern, steht da drauf. Ömer, was machst du denn, wenn dein Sohn den Islam verlässt? Wie viele Ömer, was machst du mit deinem Sohn, wenn er den Islam verlässt? Wie, was machst du mit meinem Sohn, der den Islam? Ja, was passiert mit ihm nach Scharia, wenn er zum Beispiel Austritt aus dem Islam und Jesus Christus angenommen hat? Allah soll sein Herz öffnen. Inshallah wird es nie dazu kommen. Dein Prophet hat gesagt, man muss ihm eine Nackentherapie verpassen. Würdest du deinem eigenen Sohn eine Nackentherapie verpassen? Abu Lahab, der Onkel vom Propheten, war kein Muslim. Nein, er hat in der nachislamischen Zeit euch mitgegeben, dass er gesagt hat, man bettala dini faqtiluhu. Derjenige, der seine Religion ändert, den... Man muss vorsichtig... Sunan An-Nasai 4059. Sunan An-Nasai 4059. Abu Lahab war sogar kein Muslim. Wenn du so siehst. Ja.
Ja, aber auch Abu Lahab war ja der Onkel von Mohammed. Genau. Das war ja die Anfangszeit des Islams. Aber der Mohammed hat ja nach und nach Gesetze erlassen. Er war ja ein politischer Führer. Und der hat gesagt, derjenige, der meine Religion verlässt, dem muss man Nackentherapie geben. Also das, was die Mafia macht. Das gehört schon. In Kriegszeiten, wo die Feinde festgenommen haben. Guck mal, sogar in Kriegszeiten, wenn die Feinde festgenommen haben, gehalten haben, geht auf beste Art und Weise mit denen um. Ach so. Hast du das gesehen, was der Mohammed mit Safia und Kinana gemacht hat? Was denn? Er hat den Schatzmeister von Khaybar, hat er sein T-Shirt ausgezogen und auf seiner Brust ein Feuer entflammen lassen und hat ihn gequält, um den Schatz herauszufinden, wo der ist. Ich weiß nicht. So. Merk dir den Namen, Kinana al-Rabbi, dann wirst du sehen, was abgeht. Deine Eltern, eine Frage nur, deine Eltern sind Muslime geblieben oder was da passiert? Sie leben einfach ihr Leben ganz genau wie deine Eltern und die Eltern der anderen Muslime. Die sagen einfach nur Alhamdulillah, Inshallah, Mashallah, kennst du doch so sind sie. Ja. Was sagen die zu dir? Das ja, Anfang war das natürlich ein bisschen problematisch, aber nach und nach haben sie es dann akzeptiert. Ne? Ich hatte Glück gehabt mit meinen Eltern, aber mir wäre das im Moment völlig egal gewesen. Weil wenn du einmal die Wahrheit erfahren hast, wäre es dir im Moment egal gewesen, ob deine Familie mich verstoßen hätte oder nicht. Verstehst du? Okay. Das ist es. Weil der Herr Jesus Christus das Schönste, der Herr Jesus Christus ist das Schönste, das Heiligste, das Gerechteste, was die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Seine Worte sind Balsam für unsere Seele und genau ihn brauchen wir als unser Vorbild und weder Mohammed, Buddha, noch Krishna, noch irgendwem. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5,20. Wir wissen, dass der Sohn gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Okay, Bruder, ganz, du sagst, guck mal, Bruder, in Islam wird Jesus, warte mal. Er ist ein Gott. Er sagt, er ist ein Gott. Ja. Wie kann ich an Gott glauben, wenn er kann sich nicht retten von den Menschen her? Er hat doch die gesamte Menschheit gerettet. Bruder, es tut mir leid, ein Mensch, wenn er kann sich nicht retten, wie er kann uns retten von der Hölle? Wenn er hat von selber sich nicht gerettet, ja. Erzähl mir, Bruder. Wenn er hat sich nicht gerettet von den Sennleuten, wie er kann die ganzen Milliarden Menschen retten, Bruder, ja. Er ist doch auferstanden, Offenbarung 1, 17 bis 18. Nein, er hat sich nicht gerettet, ja. Du sagst, dass er war dein Gott. Aber wir sagen, er war ein Prophet. Wir sagen, er war ein Prophet und wir glauben daran. Die Muslime lieben Isa alayhi salam. Er soll antworten. Du sprichst ja die ganze Zeit, du lässt mich ja gar nicht antworten. Ja, wir sprechen mit dir gerade, ja. Er war ein Prophet und wir glauben daran. Erzähl mal, er sagt das gerade, er war ein Prophet. Du sagst, für dich war das dein Gott. Wie hat dich Gott nicht retten können? Ist er am Kreuz gestorben? Das kann doch nicht wahr sein. Ömer, okay. Er sagt doch selber, dass er Gott ist, in Offenbarung 1,17. Er sagt selber? Ja. Okay. Okay. Ach so, nochmal. Er sagt selber in der Bibel, dass er Gott war, ja? Ja. Wenn er Gott war, wieso hat er sich von den Menschen, die er erschaffen hat, also so erniedrigen lassen am Kreuz? Weil er sich angekündigt hat, und zwar in Jesaja 53. Ömer, setz dich mit der Bibel auseinander. Lass den Koran beiseite. Gott liebt dich und möchte dich retten, Ömer. Aber wir kennen die Geschichte nicht so. Du machst einfach nur die Thematik, die du rausgenommen hast, direkt. Wie ich dir schon am Anfang gesagt habe, du kannst das nicht direkt machen oder erzählen. Nein, ich will ihn fragen. Frag ihn. Nein, erstmal, ich frag ihn, warte kurz. Er versucht gerade eine Frage aus, warte. Ömer, weißt du, dass Allah ein Schienbein hat, Ömer? Ich habe sogar, Allah kann man sich nicht vorstellen. Ja, aber er sagt selber, er hat ein Schienbein. Sahih Bukhari 7439.
Was sagt er zu Habib? Er soll uns nicht fragen, ich frage ihn was. Er soll uns bloß nicht fragen, wir haben keine Lust mehr darauf. Hast du nicht fragen? Hast du damals gebetet eigentlich? Exmo, hast du damals gebetet, wo du Muslim warst? Hast du damals gebetet, wo du Muslim warst? Nein, ich habe meine Dua zu Allah gemacht. Also ganz normal Dua, so wie man zu Gott halt betet. Ne? Ein Dua machen, Al-Fatiha aufsagen, Dua machen und so. Ne? Und dann habe ich mich komplett damit auseinandergesetzt und habe herausgefunden, dass der Islam doch nicht ist das, was er behauptet zu sein. Er kann Surat al-Fatiha lesen. Kannst du Surat al-Fatiha lesen? Ja, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Maliki Yawm al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala ad-dallin. Dankeschön, Bruder, vielen Dank, jetzt weiß ich Bescheid, ja. Ich hole mal den nächsten rein, ihr Lieben. Macht's gut, ihr. Ich wünsche euch alles Gute. Irma, hast du alles aufgeschrieben? Bruder, ich habe alles aufgeschrieben. Eine Frage hat er, warte ganz kurz dazu. Ja, beeil dich, Mann. Wir haben schon 12 Uhr. Jesus war ein Gott, ja. Jesus war ein Gott, sagst du, ja? Jesus war der Gott, ein Gott. Okay, wenn und was denkt er, dass Jesus ist gestorben? Denkst du, dass Jesus gestorben ist am Kreuz? Ja, Offenbarung 1,17. Ich bin der Anfang und das Ende, das A und das O. Siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Okay, dann wer regiert das Welt jetzt gerade? Wer regiert die Welt zur Zeit? Wenn Jesus, wenn Gott ist gestorben, dann das Welt macht keinen Sinn. Ja, lach nicht. Wenn Gott ist gestorben, dann wer regiert das Welt? Also, Gott kann nicht als Mensch auf die Erde kommen, gleichzeitig ja, das Universum... Das sagen wir die ganze Zeit. Hallo, lass mich mal reden. Gott kann also nach deiner Logik nicht Mensch werden, als menschliches Wesen sterben, aber gleichzeitig das ganze Universum trotzdem regieren und so. Das kann Gott nicht? Nein. Wir kennen den Gott. Dein Gott kann sowas nicht. Dankeschön. Siehst du? Nein, du hast meine Frage nicht beantwortet. Ja. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ja. Mach gut. Unglaublich, ey. Unfassbar. Leute, komm, Tipico, jetzt alle zusammen. 3, 2, 1, jetzt. Alle zusammen. 1900 Leute, ist unglaublich. Gott segne euch alle, ihr Wundervollen. Wahnsinn, gepriesen sei der Jesus Christus. Ey. 1900 Leute, Halleluja. Ja, ich glaube, ich sprenge hier alles gerade auf TikTok, ne? Also mit unter anderem. Wir holen Jesus Christus wieder zurück auf die Landkarte und zeigen, dass der Islam überhaupt nicht die Wahrheit ist. Und Mohammed niemals ein Prophet war. Ja! Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Euch auch. Ich habe mal eine Frage. Ja. Die ganze Sache, die hier beredet wird, ne? Ja. Und, nee, ganz kurz, bevor ich anfange. Hast du Zeit für eine respektvolle Debatte? Rede einfach, was möchtest. Also guck mal, ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, ungefähr 15 Christen zugehört und neutral zugehört und jeder, der mir die Dreifaltigkeit erklärt hat, hat gestottert. Und ich möchte mal bitte diese Dreifaltigkeit ohne einmal Gestottere mitbekommen. Ja, Gott hat sich in Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart. Ein Teil dieses Gottes, der Sohn, löste sich los, kam als ein perfektes Mensch hier auf dieser Erde und hat für die Schuld der Menschen bezahlt. Er hat mit diesem verherrlichten Körper, ist er in den Himmel wieder aufgefahren zu der Heiligen Trinität.
Gott hat alles in seinem Ebenbild geschaffen. Daher ist alles auch in seinem Ebenbild, was wir sehen, können wir ganz locker und leicht sagen, im Falle von Raum, Zeit und Materie. Und wenn ich dir erkläre, dass Zeit sowohl Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart beinhaltet, würdest du doch zustimmen, oder? Okay. Antworte mir. Erzähl weiter erstmal. Okay, ist Vergangenheit Zeit? Ist Zeit. Ist Zukunft Zeit? Ist Zeit. Ist Gegenwart Zeit? Ist Zeit. Also 3 in 1, richtig? Okay. Der war gut, ne? Nein, das hat nichts damit zu tun. Gib's zu, der war mit einer der besten Sachen, die du gerade gehört hast, ne? Ich versuche gerade nur zu realisieren, was du sagst. Aber der war schon mit einer der heftigsten Sachen, die du von einem Christ gehört hast. Okay, ne? Ist Zeit Menschenswerk oder Gottes Werk? Das ist alles Gottes Werk. Der hat Raum, Zeit und Materie hat er erschaffen. Das ist ja das, was unser ganzes Universum definiert. Richtig. Was hat denn Gott noch erschaffen? Guck mal, Höhe, Länge, Breite ist, ne? Weißt du ja. Und Materie ist flüssig, fest und Gas. Richtig. Alles, unser ganzes Dasein besteht aus Dreieinigkeit. Du selber bist dreieinig. Du bist ein Mensch bestehend aus Körper, Geist und Seele. Merkst du jetzt, was hier abgeht? Okay. Glaubst du, dass wir in diesem riesengroßen Universum allein existieren? Gott hat uns erschaffen und Gott hat dieses ganze Universum erschaffen. Und Gott hat einen Plan geschaffen, wie wir zurück wieder in sein Paradies wieder zurückkommen. Und das ist durch seinen Sohn Jesus Christus. Denn so heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Ist das nicht eine wunderschöne Botschaft? Ist das nicht eine Warte? Ist das nicht eine wunderschöne Botschaft, wenn du das hörst? Das ist eine sehr schöne Botschaft, aber jetzt hören wir mal zu, ganz kurz. Okay. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Und zwar, glaubst du, dass wir die einzige Welt in diesem Universum sind? Die einzige Schöpfung? Absolut, ja. Also wir sind die einzige Erde, wo Menschen... Wo Lebewesen sind. Also Gott absolut, hat ein riesengroßes Universum erschaffen und nur 6 Milliarden Menschen. Ganz genau so sieht's aus. Mittlerweile 8 bald. Bist du sicher? Auf sowas von. Ich vertraue der Bibel, weil Gott über 3248 nachweisliche Prophezeiungen erfüllt hat durch sein Wort. Und wir haben es mit dem Allerhöchsten zu tun. Und du schwebst in allergrößter Gefahr, wenn du ohne Jesus Christus in den Tod gehst. Also nochmal zum Verständnis und wie gesagt, alles ist mit Respekt. Gott erschafft ein riesengroßes Universum. Ich weiß, kennst du das eine Video, wo wir verglichen werden mit dem Rest des Universums, mit den ganzen Planeten? Ich weiß, mein Lieber. Also sind wir in diesem ganzen Universum alleine? So sieht's aus, ja. Also denkst du, dass Gott uns in... Ich kann es jetzt nicht vergleichen, weil das Universum ist wirklich unendlich groß, dass wir die Einzigen hier drin sind. So sieht das aus. Ob du daran glaubst oder nicht, eines Tages wirst du aber in den Tod gehen und dann wird dir der Herr Jesus Christus da vor dir stehen. 100 Millionen %ig. Eins ist es gegeben. Der Mensch soll leben, aber danach kommt auch das Gericht nach seinem Tod. Und das möchte ich ja nicht, dass du das durchgehst durch das Gericht. Du kannst jetzt Jesus Christus als deinen Retter annehmen. Wenn ich dir sage... Wenn ich dir sage, dass im Alten Testament und auch teilweise, also jetzt nicht direkt, aber auch im Neuen, jetzt zwar nicht direkt, aber indirekt, aber direkt im Alten, gesagt wird, ich bin der Herr der Welten. Nee, das sagt Allah in Sura Al-Fatiha. Ja, aber das wird auch in der Bibel gesagt. Nein, mein Lieber, ganz kurz. Aber du lässt mich nicht ausreden. Ja, ich möchte dir darauf antworten. Ich habe dich ausreden lassen, aber ich bin ja gerade mitten im Satz und du fällst mir rein. Danach bin ich fertig. Bitte ganz kurz. Welcher Vers? Gib mir einen Bibelvers. Bitte ganz kurz. Wenn ich fertig bin, kannst du wirklich antworten. Ich werde dir nicht in dein Wort fallen. Ja, nenn mir einen Bibelvers. Ich schicke dir den Screenshot, kein Problem, aber nur mit einer Bedingung. Warte, aber hör mir mal ganz kurz zu. Nur mit einer Bedingung, wenn du ihn hier reinpostest.
Aber wie selbst. Kannst du keine Screenshots reinposten, Mann? Na, wenn ich dich, glaube ich, auf Insta. Hast du Insta? Ja, habe ich. Ja, da kann ich es dir schicken. Und, aber ich möchte bitte, dass du es selber hier reinpostest. Aber der Herr Jesus Christus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Denn wäre mein Reich von dieser Welt, hätten meine Diener für mich gekämpft. Mhm. Siehst du? Und in 2. Korinther 4, Vers 4 heißt es, dass der Satan der Herr dieser Welt ist. Und dann sehen wir auf einmal, dass Allah im Koran sagt, ich bin der Herr der Welt. Allah ist Satan. TikTok sportlich. Okay, ganz kurz, ich will mal eine Sache verstehen, weil ich verfolge dich ja schon ein bisschen länger und es interessiert mich auch, was du so alles sagst. Wann, also in welchem Punkt hast du gemerkt, okay, das ist nicht meine Religion? Mohammeds Leben. Was genau? Er hat die Frau von seinem Adoptivsohn ausgespannt. Er hat die Zunge in den Mund von einem Kleinkind reingetan. Er hat ein 6-jähriges Kind geheiratet und sie mit 9 Jahren entjungfert, TikTok sportlich, und er hat die Menstruation nicht abgewartet. Er hat alle Frauen begehrt und er durfte mit so vielen Frauen Verkehr haben, wie er wollte. Er wurde von Satan verhext und hat sich vorgestellt, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er es niemals getan hat. Satan hatte die Macht über ihn in Sure 22, Vers 52 und hat ihn Koranverse zitieren lassen. Er hat von einem Engel in der Höhle etwas bekommen, was unglaublich ist, und zwar eine Botschaft, die nichts mit der Bibel zu tun hat. Und er wurde bis zum Tode gewürgt und ist einfach zu seiner damaligen Frau gerannt und hat sie erzählt, was er da erlebt hat. Und sie haben ihm gesagt, dass er ein Prophet Gottes ist. Also, was möchtest du noch wissen? Du hast ja ein paar Verse und Suren also als Beweis gegeben, aber von wo hast du das? Habe ich gerade vor deinen Augen den Islam ruiniert? Gib mal zu, habe ich gerade vor deinen Augen den Islam ruiniert? In einer Minute. Wir reden mit Respekt. Du hast ein paar Quellenangaben gegeben, deiner Meinung nach, aber der Rest, von wo kommt er? Alles aus Koran und Sunna. Das, was du gesagt hast, steht im Koran? Im Koran, ja. Du bist geschockt, ne? Nein, ich bin geschockt. Warum bin ich, also ich bin negativ geschockt von dir. Weil ich dachte wirklich, dass du das ein bisschen, auch wenn du hier einen Content für die anderen machst, dass du ein bisschen neutral siehst, aber Sachen, die du sagst, die stimmen teilweise gar nicht. Okay, was stimmt denn zum Beispiel nicht? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Ich weiß es nicht. Du lachst direkt und machst mich gerade runter, aber hör mir mal zu. Ja, aber du, weil das war jetzt gerade wirklich lustig. Gibst du? Bruder, ich wollte sagen, ich weiß nicht, wie ich dich gerade nennen soll. Das wollte ich sagen. Du hast einfach nicht gewusst, was du sagen sollst. Amir oder Ex-Muslim, das wollte ich sagen. Nur das Ding ist, guck mal, ich bin hier hingekommen mit Respekt und egal was ich sage, du lachst oder du wenn du etwas nicht, Lustiges du sagst, nicht natürlich, ernst. Ich bin doch immer noch ein Mensch, wie heißt du? Baha. Bruder, ob ich, egal welche Religion ich vertrete, ich will Sachen verstehen. Verstehst du, was ich meine? Komm zu Jesus Christus, er ist das beste Vorbild aller Zeiten. Bei ihm brauchst du dich nicht schämen für sein Leben. Guck mal, ich bin schon gut, also ich werde nicht sagen, was ich bin, aber ich bin schon gut da, wo ich bin. Nur, was ich bei dir nicht verstehe, ist, dass warum, also beantworte mal die Frage. Gott hat diese Welt erschaffen, das Universum erschaffen, er hat diese Menschen erschaffen. Er hat die Menschen dazu erschaffen, dass er sie testet im Guten und im Schlechten. Ne? Menschen machen Sünden, Menschen machen gute Taten. Deswegen hat auch Gott einem selber ein Verstand gegeben, ein Gehirn gegeben, dass er selber entscheiden kann, was richtig ist und was falsch. Guck mal, bevor wir erwachsen werden und bevor wir nach Regeln und Gesetzen leben, sagen unsere Eltern schon uns nach der Kultur, nach der Moral, was ist richtig, was ist falsch. Wenn wir Kinder sind, wenn wir schon klein sind, von klein auf wissen wir schon, hast du mal Babys oder kleine Kinder beobachtet, wenn die was Falsches machen, die werden direkt ruhiger. Die wissen, dass sie was falsch gemacht haben. Verstehst du, was ich meine? Was ich jetzt damit sagen will, lange Rede, kurzer Sinn, ist, wenn wir schon moralisch wissen, eigentlich, was ist richtig, was ist falsch, ein normaler Mensch, ein logisch denkender Mensch, ein
gesunder Mensch weiß, töten ist schlecht, leben lassen ist gut, helfen ist gut, klauen ist schlecht, was auch immer. Warum sollte dann, wenn Gott uns diesen Verstand gegeben hat, wenn er uns Sünden gegeben hat und gute Taten gegeben hat, warum sollte er hierher kommen und sich selber opfern für unsere Sünden, obwohl wir doch selber dafür verantwortlich sind, was wir richtig machen, was falsch? Vor Gottes Gesetz kann niemand bestehen. Wenn du nur einmal in deinem Leben gelogen hast, so hast du Gottes Gesetz übertreten und bist schuldig vor Gott. Adam und Eva hatten nur eine Sünde und sie wurden aus dem Paradies geschmissen. Daher geht auch Allahs Barmherzigkeit nicht auf. Denn wenn er barmherzig wäre, dann hätte er auch Adam und Eva einfach so vergeben können. Nein, er hat ihn nicht vergeben. Einfach so. Denn es muss jemand dafür bezahlen. Beispielsweise, wir sind im Gericht. Du hast Mist gebaut. Du hast das Gesetz hier in Deutschland übertreten. Du bist über Rot gefahren und hast ein Kind das Leben genommen. Jetzt stehst du vor Gericht und dann sagst du dem Richter, aber Richter, ich bitte dich von ganzem Herzen, sei barmherzig. Ich habe so gute Taten getan in meinem Leben. Bitte vergib mir. Dann sagt der Richter, ich kann dir nicht vergeben. Du hast das Gesetz gebrochen und ich musste dich verurteilen. Du musst dafür deine Strafe sitzen, stimmt's? So sieht's aus. Richtig. Und dann sagst du, aber du kannst anhand deiner guten Taten, das will ja der Islam ja sagen, du kannst anhand deiner guten Taten nicht dir das Himmelreich verdienen, oder? Guck mal, weißt du, wie ich das mir erkläre? Ich erkläre dir das so. Wenn ich eine schlechte Tat mache, wenn ich einen Fehler begehe, sagen wir mal jetzt von den Gesetzen her, dann muss ich meine Strafe dafür büßen. Genau, weil Gott gerecht ist, du musst mich auch mal ausreden lassen. Ja, ich lasse dich immer ausreden. Ja, Gott ist ja ein gerechter Richter und wenn er gerecht richtet, so muss er dich ja verurteilen dafür. Du kannst doch nicht einfach über Rot fahren, ein Kind das Leben nehmen und sagen, ja, und dann sagt der Gott, ich verzeih dir einfach so. Das ist ja Quatsch, dann wäre er nicht gerecht, oder? Das meine ich ja die ganze Zeit. So, wie kriegen wir also Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zusammen? Wie geht das? Entweder der Richter ist barmherzig und lässt dich gehen oder er ist gerecht und kann dich strafen. Beides klappt ja nicht zusammen. Okay. Hast du schon mal einen Richter? Warte. Weißt du, wie das Konzept im Christentum jetzt abgeht? Jetzt geht der Richter hin, zieht sein richterliches Kleid aus und bezahlt deine Strafe, die du bezahlen müsstest, bezahlt er für dich aus Liebe zu dir heraus. Sowohl hat die Familie, von der du das Leben des Kindes weggenommen hast, hat Vergeltung geübt und du wurdest freigelassen. Somit ist Barmherzigkeit und Gerechtigkeit erfüllt in Jesus Christus. Guck mal, ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper. Okay. Damit fliegt Allahs Religion auseinander und das war's. Der Islam ist eine falsche Sekte. Guck mal, wir reden ja gerade nicht über deine Religion oder meine, wir reden ja gerade über Tatsachen, ne? Du sagst ja das mit Gericht und Richtern etc. Okay. Würde jemals in dieser Erde, du redest ja von Richtern und Strafen, würde jemals ein Richter auf dieser Erde zu jemanden kommen und sagen, ey, du hast ein Kind getötet, du hast jemanden vergewaltigt, du hast jemanden beraubt, du hast jemanden geschlagen, ich bin derjenige, der dich heute gehen lässt. Würde jemals jemand sowas machen? Nein, dann wäre er nicht gerecht. Siehst du? Aber das habe ich doch gerade eben erklärt. Du hörst mir nicht zu. Darf ich bitte reden? Ist es dann gerecht? Aber Bruder, guck mal, ich lasse dich doch die ganze Zeit ausreden. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Das ist das Problem. Sonst hättest du das doch begriffen und hättest nicht schon wieder die gleiche Frage anders formuliert. Du musst doch gar nicht antworten auf deine Aussagen. Ist es dann gerecht, dass wenn so wie du sagst, Jesus runterkommt und Mördern und Kinderschändern und was weiß ich was für kranken Leuten, deren Sünden verzeiht. Ist es dann gerecht denen gegenüber, die gute Taten leisten, jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute? Ist es denen dann gerecht? Ja, aber was ist mit ihren schlechten Taten, die sie im Leben getan haben? Gelogen, jeder macht gute und schlechte Taten. Jetzt hör zu. Wenn du schwarz fährst, ist es eine andere schlechte Tat, als wenn du jemanden tötest. Aber trotzdem das heißt, kannst du das Gesetz des Landes ja nicht übertreten. Bruder, nein, du verstehst mich nicht. Was ist das für ein Richter, der sagt, du kannst einfach mein Gesetz übertreten, ohne dass ich etwas mache? Warum, warum gibt es dann Bewährung in Deutschland? Dann fahr mal über Rot und dann mal gucken, was mit dir passiert. Übertrete das Gesetz, mach. Aber du vergleichst gerade... Du siehst, du siehst also, dass es universelle Gesetze gibt. Du weißt, dass du bei Rot stehen bleiben musst. Trittst du über... Ja. Musst du auch mit den Konsequenzen rechnen, was mit dir dann passiert. Eventuell, natürlich, du kriegst eine Ovi, ne? Eine Ordnungswidrigkeit. Ganz nicht normal. Nur das, du kannst auch das Leben eines Menschen ja nehmen, der auf einmal grün hat und du überfährst den.
Ja, das stimmt. Was ich dir damit sagen will, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit wird erfüllt in Jesus Christus, weil der Richter, Jesus Christus, selber sein richterliches Kleid auszieht und für deine Schuld bezahlt und die Gerechtigkeit herstellt, damit die Familie, dessen Kind ermordet wurde, ihre Gerechtigkeit bekommt. Verstehst du das bitte? Bruder, guck mal, hier schreibt jemand, ganz kurz, jede Sünde ist gleich vor Gott. Bestätigst du das? Natürlich, Sünde ist Sünde vor Gott. Also ist Lügen gleich wie jemanden töten? Absolut, ja. Lügen ist gleich wie jemanden sein Leben nehmen. Absolut, ja. Also ist zum Beispiel jemandem sein Gummibärchen klauen das gleiche wie wenn ich jemanden seine TikTok sportlich seine kleine Tochter nehme und entführe. So sieht's aus, denn Sünde ist Sünde. Ich küsse dein Herz, mein Bruderherz. Warte doch bitte. Wie viele Sünden hatten Adam und Eva, als sie aus dem Paradies geschmissen wurden? Eine. So sieht's aus. Wenn du einmal in deinem Leben klaust, ob ein Gummibärchen, bist du vor Gott schuldig und er wird dich in die Hölle werfen. So einfach ist es. Aber das. Guck mal, wenn Gott dich vor einem Ultimatum stellt und sagt, das, genau das machst du nicht. Es geht nicht darum, er hat dir 10 Sünden aufgelistet und du machst eine davon. Er hat dir gesagt, genau das, nur das machst du nicht. Und wenn du das machst, dann gehst du raus. Und wenn du genau das machst, dann musst du damit rechnen, dass du die Konsequenzen trägst. Genauso wie wenn Deutschland zu dir sagt, wenn du schwarz fährst, musst du Strafe zahlen oder du gehst auf Bewährung. Oder Deutschland sagt zu dir, du tötest jemanden und gehst in den Knast. Alles, was du machst, hat eine Konsequenz. Aber nicht alles ist gleich. Du kannst niemals schwarz fahren. Bei Gott ist Sünde eine Sünde, mein Lieber. Das meine ich doch. Du siehst doch, mein Lieber, du musst mir doch zuhören, wenn ich dir sage, wenn du das Gesetz des Landes übertrittst, so muss dieses Land dich dafür zur Rechenschaft ziehen, richtig? Richtig, aber Bruder, du kannst wenn doch du, nicht... Warte bitte, du wenn du also... Warte doch mal, bitte. Wenn du das Gesetz des Landes übertrittst, so muss das Land dich zur Rechenschaft ziehen, weil du das Gesetz übertreten hast. Wenn du Gottes Gesetz übertrittst, so wird dich Gott dafür zur Rechenschaft ziehen. Verstehst du das jetzt? Irdische Gesetze, irdische Instanz. Göttliche Gesetze, göttliche Instanz. Du nimmst ja irdische Gesetze und vergleichst sie mit göttlichen Gesetzen. Ich habe sie doch nur vereinfacht, verbildlicht. Warum machst du das, Mann? Ich küsse dein Herz, du hast doch so verglichen, Bruder. Ja. Ich küsse doch deine Istanbul-Zähne. Ich küsse dich, Walla. Beruhig dich mal ein bisschen, ja. Die Leute gehen sich da in Istanbul die Zähne machen, das ist unglaublich. Ey. Alles gut. Also guck mal, das sind so ein paar Punkte, die ich nicht verstehe, weil ich habe damals auch, ich hab mit Atheisten geredet, mit Buddhisten geredet, mit Christen geredet, mit allen geredet. Weißt du? Aber habe ich dir wenigstens eine plausible Antwort gegeben, sei ehrlich, ja oder nein? Bruder, soll ich dir eine Sache sagen? Mein Istanbul-Zähne-Bruder, seitdem du die Sünde mit Schwarzfahren und Mord gleichgestellt hast, Bruder, dann tut mir leid, da bin ich rum. Ich will dir doch nur sagen, dass wenn du Gottes Gesetze übertrittst, dass Gott dich dafür bestrafen wird. Wenn du die irdischen Gesetze übertrittst, so wird dich die irdische Instanz dafür zur Rechenschaft ziehen. Ganz einfache Kiste, da brauchst du doch kein Mathematikprofessor zu sein. Weißt du, wo du recht hast? Du wirst für jede, guck mal, weißt du, wo du recht hast, wo ich dir 100% recht gebe? Du wirst für jede Sünde bestraft. Ob du einer Dame hinterher guckst oder ob du diese Dame Astaghfirullah vergewaltigst, du wirst für jede Sünde TikTok sportlich genau, du wirst für jede Sünde bestraft. Aber jetzt kommt das Ding. Jetzt kommt das Ding. Welche Sünde wiegt mehr? Und für welche Sünde könntest du eine gute Tat verrichten? Natürlich weiß das nur Gott. Selbst, guck mal, kennst du die Geschichte von der Prostituierten mit der Katze? Wie schlimm war denn die Sünde von Adam und Eva, dass Gott ihnen nicht einfach mal so vergeben konnte? Die haben ja niemanden ermordet, oder? Ich sag dir mal so, du hast einen Papa, inshallah lebt er noch, ich hoffe, er lebt noch. Antworte mir bitte, wie groß war denn die Sünde von Adam und Eva? Bruder, ich antworte dir doch mit einem Vergleich. Du hast einen Papa und dein Papa hat dir in deinem Leben noch nie etwas verboten. Aber er hat zu dir gesagt, ey, Amir oder Ex-Muslim oder wie du genannt werden willst, er sagt zu dir, ey, wenn du dir eine Flasche Cola kaufst, wirst du nie wieder in mein Haus kommen.
Er stellt dir ein Ultimatum. Du wirst nie wieder in mein Haus kommen, wenn du dir eine Cola kaufst. Und du sagst, okay, mach ich nicht. Aber dann kommt der Teufel, geht in deinen Kopf rein, du kaufst dir diese Flasche Cola und danach bist du raus aus dem Haus. Ganz einfach. Dann musst du dich wieder deinem Vater beweisen. Aber ist doch so, Bruder. Du musst dich doch beweisen, damit du wieder in das Haus kommst. Also Cola Lieber, ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Die haben doch um Vergebung gebeten, aber Gott hat sie nicht gelassen. Siehst du? Du kannst doch Gottes Maßstab nicht mit deinem irdischen Maßstab vergleichen. Gott ist doch weitaus höher als das, was wir uns vorstellen. Gott ist das Höchste, was es gibt, mein Bruder. Ah, siehst du, also, du bist doch mit mir konform. Du kannst Gottes Gesetze nicht übertreten. Gott ist gerecht und er wird dich dafür richten. Du hast aber die Möglichkeit, ja zu seinem Sohn zu sagen, zu Jesus Christus, der hier in das Seine kam und für dich stellvertretend bezahlt hat. Er wird sowohl Gerechtigkeit und Barmherzigkeit erfüllen, sodass du aus Gnade gerettet werden darfst. Ein unverdientes Geschenk, aber so sehr liebt Gott, dass er dir das dann gibt. Das war's. Okay, noch zum letzten Thema, mein Bruder, danach gehe ich auch raus. Ich will auch keinen anderen mehr, ich möchte auch keinen anderen mehr hier belästigen. Ich will noch eine Sache. Kannst du dir Gottes Antlitz vorstellen? Die Bibel sagt, Gott lebt in einem unzugänglichen Licht. Wir werden ihn also nicht schauen, sondern den Herrn Jesus Christus. In ihn werden wir schauen. Also Gott zeigt sich durch Jesus. Ja, genau, richtig. Komm mal. Entscheide dich für Jesus Christus, mein Lieber. Ich bitte dich von Herzen. Herz, Bruder, ich sag dir nur, möge Allah dich recht leiten. Nein, Allah ist ein fliegendes Schienenbein, das weißt du. Aber guck mal, das ist jetzt richtig respektlos, was du sagst. Okay, Sura 68, Vers 42. Er sagt nicht selber. Sura, nicht Vers, nicht das. Guck mal, du hast deine Religion. Okay, alles klar. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du siehst, dass ich immer mit Beweis rede. Lass uns. Dass ich mit Beweisen rede und du mit null Beweisen. Boah, wie anstrengend. Habt ihr das aber verstanden, dass Jesus Christus nur der Einzige ist, der diese zwei Sachen erfüllt, sowohl Barmherzigkeit als auch Gerechtigkeit, ihr Lieben? Nur in Jesus Christus ist das möglich. Wenn die Muslime darüber nachdenken, verlassen sie alle den Islam. Weil das Konzept im Islam nicht aufgeht. Weil Allah kann ja nicht, Allah ist nur barmherzig, barmherzig. Stell mal vor, der Richter ist barmherzig und lässt alles so zu. Ja, ja, komm, heute habe ich einen guten Tag, dir wird vergeben, dir wird vergeben. Hallo? Wo leben wir denn? Wo ist dann da die Gerechtigkeit? Jemand muss doch dafür bezahlen. Du kannst nicht einfach in die Karre eines anderen fahren und vor Gericht sagen, ja Richter, ich habe doch so gute Sachen getan, verzeih mir mal heute. Und dann verzeiht der Richter dem und du guckst den Richter an und sagst, ja, aber wo ist meine Gerechtigkeit hin? Oh Mann. So. Hey, wir haben schon 12:30. Unglaublich. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Salam. Oh, 2000 Zuschauer. Heftig. Meine Deutsch ist nicht so perfekt, aber ich versuche, meine Beste zu geben, um kommunizieren zu können. Gott segne dich, mein Wundervoller. Du machst das gut. In Lesia 42. Der Prophet Jesus sagte, dass ein Mann kommt und ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen und zu dem Ende der Sura. Die Frage ist, du folgst Jesus und sagst du, Jesus ist der Prophet und es gibt niemand außer ihn. Aber in dieser Kapital von Luther sagte dir, das kommt doch jemand hin. Und der Quatsch, ich kann da nicht mehr zuhören. Mir steht das bis hier oben. Ich habe gar kein einziges Wort verstanden und ich habe auch keinen Nerv auf sowas. Es tut mir leid, bitte verzeih mir, aber ich habe keinen Nerv auf sowas, wirklich. Entschuldigung, ihr Lieben, aber langsam, wir haben 12:30 und ich kann da nicht mehr so richtig zuhören, ihr Lieben. Es tut mir wirklich leid, ehrlich.
Euer Dr. Sheikh Abu Hamid ist auch irgendwann mal platt. Siehst du, ich habe so viel geleistet, ihr Lieben. Guck mal, wir haben 1900 Leute erreicht und wir haben gleich die 1 Million geknackt, ihr Lieben. Wahnsinn. Gott segne jeden von euch Einzelnen. Möge der Jesus Christus euch wirklich segnen, behüten und beschützen, ihr Wundervollen. Ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Oh, guten Abend. Guten Abend, mein Lieber. Kaputt aus, Mann. Was? Du siehst so kaputt aus. Ja, wir haben 12:30. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und war nicht faul irgendwo zu Hause am Rumliegen. Mann, wie lang? Schicke ich dir Einladung, bis du mich mal einladen tust. Ja, andere haben auch hier Einladungen geschickt. Ich nehme einfach so. Ja, hör mal, guck mal, ne? Ich bin auch, genau wie du, religiös. Für meine Religion, ne? Was ich dir gerne so einen Rat geben würde, ein friedliches Rat, aber das ist deine Sache. Hör mal ganz ehrlich, mit Christen kann man mit Christen über Religion reden. Mit Jesiden kann man mit Christen reden. Mit Moslem kann man mit Christen über Religion nicht reden. Kann man nicht. Du diskutierst mit Moslem Bush einfach Luft. Kannst du nicht. Es gibt aber Muslime, die zuhören und sie auch lernen wollen. Nicht Entschuldigung, aber viele nicht. Du verschwendest nur deine Zeit. Guck mal. Ich habe sehr viele Muslime aufgeklärt und sehr viele Muslime sind schon rausgetreten aus dem Islam. Sehr viele habe ich erreicht, sehr, sehr viele. Ich gucke dein Live sehr oft, sehr oft. Und meistens diskutieren die mit dir. Weißt du, was das Problem ist? Also nicht alle, aber die meisten, was das Problem ist, die wollen einfach nicht wahrhaben, dass Jesus Gottes Sohn ist. In muslimischen Ländern kannst du es nicht sagen, hier in Deutschland ja, da wo es Menschenrecht ist, kannst du sagen, aber in muslimischen Ländern kannst du nicht sagen, Jesus Gottes Sohn. Ja, natürlich, weil das Blasphemie ist. Guck mal, ich stelle dir mal eine Frage. Hat nicht der Mohammed gesagt, ich bin der letzte Prophet? Hat er gesagt, ne? Was passiert, wenn einer, ein Prophet auf die Welt kommt? Wenn einer kommt? Die und Moslem, behauptet, dass er der letzte Prophet wäre? Er hat gesagt, ich bin der letzte Prophet, hat er gesagt. Ja. Was passiert, wenn ein Prophet auf die Welt kommt? Die Moslem werden zerreißen, auseinandernehmen. Ja. Weil in dem Moment ist der Mohammed als Lügner, 100%. Ja, genau. Ja. Guck mal, ich bin ein stolzer Jeside und ich ehre und vergötte Jesus. Ich liebe diesen Mann als meine Religion, mag ich ihn. Ich bin ein christliches Land, bitte? Ich habe gesagt, okay. Ich bin hier in dieser christlichen Land groß geworden. Ich habe Bibel kennengelernt, ich habe Jesus kennengelernt. Ne? Ich respektiere diesen Mann. Meine Religion respektiert ihn auch 100%. Hm. Ich als Jeside kann mit dir über meine Religion reden. Du hörst mir zu, ich höre dir zu. Aber ich als Jeside, ich kann nicht mit einem Moslem über meine Religion reden, weil der Moslem meine Religion nicht respektiert. Ich kann höchstens mit einem Christ reden. Ja. Ja, weil der Muslim ja auch im Koran verzeichnet hat, dass ihr Muschrikin seid. Und du weißt ja, was die Muslime mit Muschrikin machen. Ich weiß, was sie von denken. Aber es ist mir scheißegal. Ich weiß, was meine Religion ist. Aber guck mal, ich habe viel Ahnung von christlicher Religion. Und ich habe auch viel, viel Ahnung von Jesus. Verdammt viel Ahnung. Ich wollte dich mal was fragen. Und das will ich mal kapieren. Guck mal, du sagst ja, Jesus ist Gott, gell? Und das respektiere ich. Ich respektiere das. Nur als Jesus bekreuzigt worden ist, was hat er zu Gott gesagt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat Psalm 22 zitiert. Genau. Und Vater, vergib dir, die wissen nicht, was sie tun. Ja. Also, dann hat doch der Jesus doch mit einem Mensch gesprochen, also mit jemandem gesprochen. Das war doch der Gott gewesen. Es war sein Vater und der Vater redet auch vom Sohn. Ist es auch. Also für mich ist auch Jesus Gott sein Vater. Weiß ich ja auch. Nein. Aber du sagst, was ich nicht... Du darfst nichts durcheinander bringen. Jesus ist der Sohn Gottes und der Vater ist der Vater. Jesus ist Gott der Sohn und der Vater ist Gott der Vater. Okay? Ja, aber also viele Christen sagen ja, Jesus ist Gott selber. Er ist Gott. Er ist ja auch Gott selber. Ja, er ist auch Gott selber. Aber als Mensch in seiner menschlichen Form, als ein Mensch gekommen auf diese Erde, hat er natürlich zum Vater gebetet und mit ihm gesprochen. Aber er hat niemals um Sünden vergeben oder sowas, weil er sündlos war.
Denn nur Gott allein ist ja sinnlos, das weißt du ja. Ja, ja, aber hat er nicht alle Taten, was er begangen hatte, den Toten aufgeweckt hat, hat er gesagt, das sind die Taten von meinem Vater? Ja. Er sagte, ich werde die Menschen auferwecken am Tage des jüngsten Gerichts. Wer kann so reden außer Gott? Das respektiere ich ja, nur ich wollte das von dir erklären kriegen. Also, ja, du kannst ja aufschlagen, Johannes 5, Vers 22, da siehst du das. Bist du über jesidische Religion informiert? Weißt du ein bisschen über unsere Religion? Ja, einigermaßen, ja. Okay, was ist deine Meinung dazu? Es ist eine Religion wie alle anderen Religionen, die keine Rettung anbieten, in sich auch tot sind. Du brauchst Jesus Christus, du musst ihm nachfolgen. Echt? Ja. Okay. Also durch... Aber das heißt nicht, dass ich Jesiden nicht mag. Ich liebe Jesiden, ich liebe alle Menschen dieser Erde. Und ich möchte, dass alle Jesiden zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen, genau wie ich auch möchte, dass alle Muslime zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Ja, aber liebe Jesus. Ich bin Gott dankbar, dass ihr wenigstens nicht in eurer Schrift verzeichnet habt, dass man Andersgläubige verfolgen und von ihnen Schutzgeld verlangen sollte so und sie Nackentherapie verpasst, weißt du? Meine Religion ist eine sehr friedliche Religion, wenn du es bist. Ich kenne sehr viele Jesiden und Jesiden kennen auch mich und Jesiden, sie sind sehr, sehr konform mit mir, weißt du? Also, so wie du jetzt verteidigst, finde ich super von dir. Ich kann nur Daumen drücken. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie, ja? Ich auch. Guten Abend, ja? Dir und dein ganzer Besucher und ganze Leute. Eine Million Likes. Danke, ihr Lieben. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Likes. Ja. Heftig. Hallo. Oh Mann. Wir haben einfach die eine Million geknackt, ihr Lieben. Wahnsinn. Einen großen Applaus an euch. Wahnsinn. Gott segne euch. Eine Million Likes wieder geknackt. Ja, wir haben ganz TikTok auseinandergenommen, ne? Alle gucken gerade. Wir sind auf allen For You Pages. Alle können staunen, was der Herr Jesus Christus macht. Halleluja. Nein, Bruder Herz, Amir, grüß dich. Amir, tut gelegen, aber könntest du für uns noch mal singen in Jena? Dir gefällt mein in Jena, du Kleiner. Ich fand das lustig, wie du immer singst, Bruder. Gottes Segen, Mann. Mann, du machst das so. Gottes Segen nach dir. Das ist ja das Lied von Sven Lau, ne? Danke, Jamu. Bruder, Gottes Segen und der Herr wirkt. Gott sei Amen, Dank. Denn, natürlich, wir holen den Herrn wieder zurück auf die Landkarte, hallo? Amen, Bruder. Der Herr ist immer Nummer eins über allem. Amen, Bruder. Ohne Jesus ist die Menschheit verloren. Jeder sollte den wahrhaften Gott, Jesus, kennenlernen, denn er ist Liebe. Amen. Und er möchte jeden retten. Bruder Herz, Gott segne dich, das wollte ich dir sagen. Ich auch. Danke dir vielmals für deine Worte, ja, Gott segne dich. Wundervoll. Küss dein Herz. Hier. Ist offen. Lass die offen. Die sind da einfach am Reden, wissen nicht, dass sie einfach bei mir drin sind. Heftig.
Hallo? Hallo? Dankeschön, danke dir. Dann nicht. Leute, ich glaube, wir beenden das Ganze jetzt. Ich glaube, wir gehen jetzt mal ein bisschen schlafen. Wir haben schon 1:15. Euer Dr. Sheikh Abouami ist auch schon sehr, sehr müde. Ich kann echt nicht mehr. Ja, vergib mir, dass ich nicht länger kann, ihr Lieben, aber ich bin schon seit 5:30 Uhr wach und habe genug jetzt getan. Wir haben auf jeden Fall alle was getan. Auch ein großes Lob geht auch an euch, wirklich. Gott segne euch. Von ganzem Herzen. Ich wünsche mir für jeden einzelnen von euch, egal ob Muslim oder wer sich hier drinnen befindet, auch die Geschwister, dass ihr wahrhaftig von neuem geboren werdet oder geboren seid und dass ihr dem Herrn Jesus Christus auf Schritt und Tritt folgt, ne? Möge der Herr Jesus Christus jeden einzelnen von euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen, dass der Herr in euch die Liebe wahrhaftig ausgießt, dass ihr immer in der Liebe wandelt, dass ihr ja, den Hass mit Liebe überwindet, auch wenn es manchmal schwer fällt, dass ihr bereit seid, auch zu vergeben. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, aber ihr habt auch Vergebung eurer Schuld erlangen. Von daher, macht euch immer Gedanken darüber, ne? Es ist immer besser, Frieden zu schließen, als, ja, mit Hass durch die Gegend rumzulaufen. So ist das. Ich werde noch vor uns beten und dann gehen wir langsam ins Bett, okay? Lass uns auf die Knie gehen. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich bete zu dir, Herr, und möchte dir Danke sagen, Herr, für die ganzen Gespräche, die wir heute führen dürften, Herr Jesus Christus. Ich lobe, preise und ehre deinen heiligen Namen, denn dein Name steht über allen Namen, Herr. Und wir bitten dich ganz innigst darum, dass du uns weiterhin segnest, uns die Möglichkeit gibst, viele, viele Seelen durch deine Gnade zu dir zu führen, Herr, und noch in die Herde reinzubekommen, damit sie am Tage der Auferstehung auch gerettet werden und ihre Knie zum ewigen Leben beugen und nicht zum Gericht, Herr. Denn wir wünschen uns für jeden Menschen, Herr Jesus Christus, dass er ins ewige Leben einkehrt, Herr, und bei dir sein darf, wo wir auch sein werden, die wir uns für dich entschieden haben, Herr. Bitte öffne du die Augen der Menschen, die mit mir geredet haben, Herr. Bitte segne ihre Familien, sie behüte und beschütze sie, ihre Familien. Und lass niemals zu, dass irgendwas ihnen passiert, Herr Jesus Christus. Ich bete für Schutz für jeden Einzelnen von uns und möchte, dass du uns weiterhin segnest und deine Gnade an uns ja vollendest, Herr Jesus Christus. Erfülle unsere Herzen mit Liebe, Herr, dass wir mit dieser Liebe auch den Hass überwinden können, den Menschen uns entgegenbringen. Herr, ich möchte auch diejenigen segnen, die mich beleidigen, verfolgen und umbringen wollen, Herr. Denn sie werden eines Tages dann auch zur Rechenschaft gezogen, Herr. Und ich bitte dich, rechne ihnen ihre Sünde nicht an, Herr. Vergebe ihnen, Herr. Sie wissen nicht, was sie tun, Herr Jesus Christus. Halte stets deine schützende Hand über uns, deine Schafe, Herr Jesus Christus, und sei weiterhin der Hirte in unserem Leben, Herr. Hab Dank, was du in unserem Leben tust und auch tun wirst, Herr Jesus Christus. Und bitte sei stets für uns da, wenn wir dich brauchen, Herr. Wir bitten auch für unsere verfolgten Geschwister, wie in jedem Gebet, Herr, dass du sie behütest, bewahrst und beschützt, Herr. Wir beten auch für Palästina, für Israel, dass der Krieg so schnell wie möglich aufhört, Herr, dass die unschuldigen Menschen nicht mehr getötet werden, sondern es eine diplomatische Lösung gibt, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, sende du deinen Frieden dorthin, Herr, und löse den Konflikt. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Danke, Jesus Christus. Danke. Ja, ihr Lieben, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, ne? Jakobus 5,16. Merkt euch das, ihr Wundervollen. Ja, wir haben heute sehr viel erreicht. Ich denke dann morgen, so Gott will, werden wir dann wieder weiterhin einen Stream abhalten. Ich versuche auch mal wieder einen YouTube-Stream abzuhalten. Ich möchte endlich die Verfälschung des Korans zu Ende bringen. Ich habe das komplett schon da drauf. Ich muss nur die ganzen Sachen noch zusammenstellen.
Das wird auch heftig. Ja, möge dieses Gebet wirklich in eure Herzen eindringen und euch segnen, wirklich. Möge der Herr Jesus Christus euch Kraft geben durch dieses Gebet, das ich gesprochen habe. Wie heißt du auf YouTube? Ex-Muslime klären auf TV. Für alle, die es noch nicht wissen. Ich betreibe einen YouTube-Kanal schon seit ungefähr 5 Jahren. Und dort heiße ich Ex-Muslime klären auf TV. Aber mittlerweile kennt mich ja schon fast jeder. Okay, ihr Lieben, Dankeschön für euren Zusammenhalt. Dankeschön, dass ihr den Leib Christi bildet. Für solche tollen Geschwister, wie ihr es seid. Einen großen Dank an euch. Danke für die Geschenke, danke für die Likes. Nur durch euch klappt das Ganze ja auch, ne, dass der Herr euch benutzt und ihr ein Werk vollbringt. Seht ihr, euer Glaube ist somit komplett geworden. Der Glaube ohne Werk ist tot und siehe, jeder von euch hat ein Werk vollbracht. Denn das gesamte Tippen, da seht ihr diese 1 Million Likes und das Resultat ist, dass ich auf allen For You Pages komme und wir gemeinsam das Ganze nach vorne treiben. Hammer, ne? So macht der Herr Jesus Christus das. Somit ist euer Glaube auch komplett. Denn ein Glaube ohne Werk ist tot, denn aus Glaube sind wir gerettet. Und jeder von uns hat ein Werk vollbracht. Halleluja. Amen. Ja, ich könnte bei euch staunen, ehrlich. Einen großen Dank auch an euch. Halleluja. Alles klar, ihr Lieben. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich gehe jetzt schlafen, ab ins Haya, ins Lala Land. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische, so Gott will. Und wir noch leben, wer weiß. Vielleicht stehen wir morgen überhaupt nicht mehr auf. Daher bitte ich dich, entscheide dich für Jesus Christus. Falls du noch keine Entscheidung für ihn getroffen hast, mach das heute und triff deine Entscheidung für ihn, bevor es keinen Morgen mehr gibt und du in die Ewigkeit gehst. Amen. Gott segne euch. Macht's gut, ihr Lieben.